Hallo, Herr Benz. Der JJ mit seinem Metagross. Immer am Übertreiben. Wie wär's mal mit einem Tannhell? Immer gleich Metagross nehmen. Hallo. Maurice. Ah. Maurice, danke schön für deinen Prime. Vielen, vielen Dank. Hallo Demon King. Du machst in Hamburg Urlaub. Sehr gut. Macht dir eine schöne Hafenrundfahrt und schaut euch das viel zu überteuerte Philharmonie-Gebäude an, das gar nicht so hübsch geworden ist, wie es hätte sein sollen nach so vielen Jahren. Keine Ahnung. Ich habe das irgendwie vor 10 Jahren gesehen und da war das die allgemeine Stimmung zu dem Gebäude. Hallo Mariko. Hallo Daniela. Hallo Kühner. Tunnel wäre auch nice. Letztens, als wir Tunnel gescheiniantet haben, der Ruf war ziemlich besonders. Ich habe ihn jetzt gar nicht mehr im Kopf, natürlich. Hallo Faulgott. Hallo Manic. Was machen wir heute Schönes? Wie immer versuchen wir, die Welt zu erobern. Und was wir dafür brauchen, sind 2 legendäre Pokémon. Aber damit wir die Welt mit Style erobern, müssen diese Pokémon eine andere Farbe haben, sodass ich die Superhelden dieser Welt denken, oh wow, da hat sich jemand Mühe gegeben. 1 Million Dollar. Hallo Azrael. Das weiblichste A, das Leo hatte. Hey. Hey. Hallo Robbensohn. Wir genießen eher die Zeit an der Elbe. Sehr gut. Dankeschön für dein tolles Patreon-Video. Direkt die Nacht geschaut. Mein tolles Patreon-Video. Da kommen wir zu einem Thema, was ich in dem Video 10 Minuten lang drüber mich ausgelassen habe und am Ende rausgeschnitten habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, Leo, du kannst nicht jedes Mal nur dich beschweren, deswegen habe ich es rausgeschnitten. Und du sprichst es gerade zufällig an. Du sprichst es nicht an, aber du machst es. Du tust es. Klingst verschnupft? Bin ich aber nicht. Das ist meine normale Stimme. Wenn, dann bin ich immer verschnupft. Schön ausgedrückt, Austin Powers. Ja, wenigstens einer hat meine Referenz verstanden, die Welt zu erobern. 1 Million Dollar. Hä, aber ich finde es wirklich toll, gerade weil es halt nicht mal etwas ist, das selbstverständlich ist. Nein, das freut mich natürlich. Aber es ist einfach nur, ich sitze eine Stunde da und rede einfach. Da ist nicht viel. Dafür muss man sich nicht bedanken. Es ist 0,0 Aufwand, deswegen. Ich will doch nur Lob, wenn ich etwas mache, was aufwendig ist. Demon King, du bist ein krasses Zeraora. Das soll dir mal jemand nachmachen. Maurice, du bist ein Tyrakrok. Das soll dir mal jemand nachmachen. Und Silver Evil Angel. Du bist ein King Gambit, wie heißt's? Glad Imperio. Das soll man dir erstmal nachmachen. Hallo Emmegelol. Meguminas Urlaub ist vorbei. Was hast du gemacht? Hast du den Urlaub so richtig genossen? Einfach eine Woche lang nur vor dem PC, vor der PlayStation verbracht, vor der Switch verbracht, was auch immer. So wie es richtige Urlaube sein sollten. Hallo Redface. Alle Patreon-Videos höre ich immer als Hörspiel bei der Autofahrt zur Arbeit. Nice. Ja, ich muss öfter. Ich habe ja ursprünglich gedacht, Patreon, ich mache einmal die Woche, setze mich einfach hin und rede einfach drauf los.
Aber dann irgendwie habe ich alles von meinem Leben erzählt, was jemals passiert ist, und dann hatte ich nicht mehr so diese, was soll ich mich jetzt hinsetzen und erzählen? Deswegen muss ich immer ein bisschen warten, bis was passiert ist, was ich wieder erzählen kann. Aber ich muss mehr aktiv. Jetzt, wo wieder mehr Zeit ist, vielleicht muss ich mehr aktiv diese Patreon-Videos machen. Und wenn ich diese Interviewreihe starte, die ich vorhab, und andere Sachen, dann gibt's dazu Bonusmaterial auf Patreon. Zum Beispiel, ich habe ein Interview mit jemandem und dann ist das fürs YouTube-Video geschnitten und auf Patreon ist das volle Interview und geschnitten mit Fragen und Antworten, die vielleicht fürs Video nicht interessant genug waren oder so. Hallo Mina, hallo Jenny. Jenny, danke schön für 62 Monate. Hallo Anne. Vielen Dank, Jenny. Jenny. Mariko, du bist ein Weilmer, was ich zurzeit shiny breede, damit das shiny Weilord einen Freund hat. JJ, du bist ein Magneton. Und Le Kram, du bist ein Le Klibbe. Und Toasty. Oh mein Gott, Toasty. Was du bist, das wird dich wahrscheinlich sehr freuen, denn die meisten Menschen würde das sehr freuen. Du bist ein Shiny. Aquana. Viele lieben es. Manche hassen es, weil es einfach nur lila ist. Auf welcher Seite bist du? Welchen Frame verwendest du für Regi Drago beim Resetten? Was? Du meinst, dass der Auto-Counter 1 hochgeht? Am Anfang, wenn das Game Freak-Logo kommt. Was meinst du? Und call it Toasty, call it Shiny Aquana. Ja, genau. Bei der Switch ist es das Game Freak-Logo. Und beim DS unten, also bei Giratina, ist es auch. Auch. Einfach das Game Freak-Logo. Jedes Mal, wenn das Spiel neu startet, ist es 1. Und das, was ich dann sehe, ist diese 1. Also das ist jetzt das 164. Das ist einfacher, dann muss ich nämlich nicht immer... Aber man könnte es auch so machen, dass es immer zählt, wenn ich es sehe. Oder dass es immer zählt, wenn quasi ich es dann resette. Aber dann ist, wenn das Shiny kommt, dann ist es ja nicht die Zahl, die unten steht. Sondern muss ich immer 1 dazu zählen. Hallo, Philipp. Ich höre dir gerne zu, wenn du am Quatschen bist. Vor allem, wenn du keine dummen Kommentare dazwischen kommen und du dich aufregen musst. Ja. Im Stream erzähle ich sowas in zwei Stunden. Und auf Patreon habe ich eine Geschichte in 15 Minuten erzählt. Giratina steuere ich noch mit den Füßen, ja. Heute ist ich bin wieder stinksauer. Nicht super stinksauer, aber ein bisschen stinksauer. Ich habe heute das Haus verlassen, ist schon mal stinksauer. Denn zum einen, mega schön, der DS von Dave ist angekommen. Ein 3DS mit Capture Card gemoddet, wunderschön. Das heißt, wir haben wieder ein DS mit Capture Card. Aber... Moment. Sword of the Demon King. Lässt im Hamburger Urlaub nicht genug Geld und muss es deswegen hier rausschmeißen. Vielen Dank, Demon King. Für 5 Subs.
Ist der Zettel da? Natürlich. Und er ist wieder winzig klein wegen deinem langen Namen. Vielen, vielen Dank für 5 Subs, Demon King. Dankeschön. Auf den Stapel damit. Konntest du das Violet schon erfolgreich fangen? Selbstverständlich, am Donnerstag. Hast du nicht all die Clips gesehen, die viral gegangen sind? nee. Da haben wir einen Clip sogar. Ein Clip, wie ich das Violet gefunden habe. Wie lief es mit dem Landlord? Daniela, du bist auf Patreon. Ich kann es trotzdem erzählen, aber ich weiß, dass du auf Patreon bist, Daniela. Und letzte Nacht habe ich ein Patreon-Video hochgeladen, wo ich erzählt habe, wie es mit dem Landlord lief. Also, nutze es aus, dass du mir Geld gibst. Aber ich war noch nicht mit der anderen Geschichte fertig. Demon King, vielen Dank für 5 Subs. Ich habe die Geschichte vergessen. Was habe ich erzählt? Schon wieder? Ich darf nicht erzählen, ich habe es sowieso vergessen. Hallo, Levin. Dankeschön. Jenny. Jenny, 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 Zettel, 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 5 Subs, 5 Subs, vielen Dank. Da sind sie, auf den Stapel damit. Da siehst du, ich liebe Patreon, weil ich nicht unterbrochen werde. Ich hab von Dave einen gemoddeten 3DS gekriegt, der eine Capture Card hat. Mega geil. Hat leider jetzt doch mehr gekostet, wegen auf einmal Zollgebühren, die wir vergessen hatten. Allein 40 Euro Zoll. 40 Euro Zoll. Was soll das? Ist das nur so teuer wegen der Schweiz? Ich habe, glaube ich, noch nie so viel, also in Betracht auf den Betrag, nicht so viel für Zoll bezahlt. Keine Ahnung, was da los war. Naja, Schweiz halt, vielleicht. Und gleichzeitig heute wollte ich natürlich das nutzen, wenn ich rausgehe und lange zur Post fahre, um das abzuholen. Wollte ich auch meinen jetzigen DS, der ja kaputt ist, zur Reparatur schicken, zu Murky. Hab das alles super schnell vorbereitet, dass ich das kombinieren kann. Und hol den DS ab, super happy, alles super. Fahr bei der anderen Post vorbei. Wunderschön verpacktes, super viel mit super viel Schaumstoff innen drin, damit mein DS nicht kaputt geht und sowas. Und sag, yo, bitte nach Deutschland, yo. Hey, yo. Nichts gegen Schweizer. Macht euren Zoll mal weniger. Nein, ich glaube, Zoll ist allgemein irgendwie definiert. Es kommt nicht drauf an, aus welchem Land es kommt. Ich weiß es nicht. Aber 40 Euro ist echt ein bisschen viel für so ein kleines Paket. Und dann stehe ich da und sage, hey, nach Deutschland bitte. Und dann sagt die, was ist da drin? Und dann habe ich gesagt, Gaming-Console. Console for Gaming oder sowas. Dann sagt die, hat aber keine Batterie, ne? Und ich so, nee. Und dann macht sie schon weiter. Und ich denke mir dann so und so. Und dann sage ich halt nur so, keine Batterie, aber ein Akku halt. Und die so, ah, Akku ist Batterie, kann ich nicht verschicken. Was? Wie? Wie? Weißt du, wie oft ich mit dieser Post schon Sachen verschickt habe, wo Batterien und Akkus, also vor allem Akkus drin waren, von DS-System und was nicht alles, und auch erhalten habe natürlich, wie den ich heute erhalten habe. Du willst mir sagen, ihr verschickt nichts, wo auch nur ansatzweise eine Batterie drin ist. Das glaube ich auch, dass es irgendwo fett steht natürlich, weil jeder weiß Batterien und dann ist es im Flugzeug und auf einmal explodiert die Batterie und dann ist alles kacke. Ja, aber, hä? Dann sagte ich, muss das mit einer extra Spedition machen, so ungefähr. Und ich, komplett unfazed, ich so, okay, thank you. Und die wusste, was ich denke in dem Moment. Die wusste, dass ich jetzt einfach zur nächsten Post gehe und sage, dass da keine Batterie drin ist. Das habe ich auch gemacht. Nein, ich habe es noch nicht gemacht.
Aber ich sehe es nicht ein, jetzt extra irgendwie. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber ich so, muss irgendwas halt eine besondere Lieferspedition, keine Ahnung, engagieren, die das verschickt, weil da ein Akku drin ist. Natürlich mache ich das nicht. Entweder ich gehe zum gleichen Laden nochmal hin und gucke, ob die gleiche Person nochmal da sitzt. Und wenn nicht, dann gehe ich hin. Oder ich gehe einfach zur nächsten Post, 1 Kilometer weiter und sage dann da, da ist ein Gameboy drin. Dann sagt die mit Batterien, dann sage ich, nee, ich habe die Batterien rausgenommen. Easy. Und wenn er dann im Flugzeug explodiert, dann habe ich halt ein Problem. Aber das kann ja nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Privatpersonen keine, nicht standardmäßig Akkus verschicken können. Aber es ist auch ein Grund, vielleicht ist Irland da so krass, weil ich kann auch auf Amazon, ich bestelle ja alles auf Amazon.de, weil Irland kein Amazon hat. Nicht alles, aber Sachen halt, die ich immer auf Amazon bestellt habe. Wie mein Deo zum Beispiel, was es hier nicht gibt. Und ich wollte für meinen Game Boy Advanced, wollte ich mal einfach USB-Batterien kaufen. Weil ich nicht immer die Batterien halt neu reinmachen will. Sondern ich will halt einfach 2 Batterien haben, die ich aufladen kann. Und egal, was für ein Produkt ich auswähle, hier, da und dann da und da, es steht immer da, kann nicht verschickt werden. Und ich glaube, es liegt echt daran, dass Amazon kann keine Batterieprodukte, keine, also Produkte schon mit Akku drin, was ja die Krux daran ist. So, warum kann ich keine Batterien bekommen, aber ein Produkt, wo Batterien drin sind? Naja, ich kann auf Amazon nichts bestellen, was ein Akku ist. Oder ich muss, Rosa hat sich zum Beispiel letztens eine Powerbank gewünscht. Ich konnte keine Powerbank auf Amazon hierher bestellen. So seltsam. Mich hat noch nie jemand gefragt, was in meinem Päckchen drin ist. Das machen die hier schon. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ich verstehe, wenn man es versichert. Aber ich mache ohne Versicherung, ich mache halt mit Tracking. Es kostet 15 Euro, ohne Tracking wird es 10 Euro kosten. Aber ohne Tracking habe ich schon erlebt, dass sie es klauen. Also ich habe schon 2-mal erlebt, wo ich nicht Tracking gemacht habe, ist es weg. Ist nie angekommen. Komisch. Und deswegen 15 Euro Tracking und dann fragen sie immer, was ist es und wie viel Wert hat es? Und die hat sofort natürlich dann gesagt, ist das mit Batterie, mit Akku? So, ja. Dann kann ich es nicht transportieren. Okay, cool. Und jetzt? Naja. Jetzt gehe ich da morgen nochmal hin und guck, ob jemand anderes da sitzt. Du bist bei 9000 Regidrago-Encountern. Hör mir auf. Nicht aufgeben, Don Herbivore. Es kommt bald, es muss bald kommen. Du kannst nichts falsch machen. Wie machst du es mit, gehst du das Muster ab oder startest du neu wie ich? Hey, deine 9000 Encounter sorgen dafür, dass es bei mir jetzt gleich kommt. Du musst noch Dragoran als Titan Raid machen. Do it. Du willst es nicht bereuen, es verpasst zu haben. Du gehst das Muster. Es geht ein bisschen schneller anscheinend. Aber du musst dich halt darauf konzentrieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss mich eh schon konzentrieren, mit meinem Fuß zu klicken. Und hallo, Henriette. Bibidi-babidi-bu. Macht ihr das jetzt immer, wenn ich vergesse, euch Hallo zu sagen? Hallo, ich bin jemand Besonderes. Ausrufezeichen, mein Name. Wir hören jetzt nicht Nothing Else Matters. Okay, nein, wir hören nicht Vanilla Ice. Nein, wir hören nicht, was auch immer das war. Okay, das ist besser. Mache parallele Regie Elik hier und zu zweit passt das immer, wenn man bei dem einen läuft und dann das andere anspricht. Also du machst mit 2 Switches. Weil ich gestern auch gemeint habe, cool wäre es ja, wenn man einfach abwechselnd die Muster geht. Einmal Eliki, einmal Drago und das erste, was kommt, das ist es halt. Dann ist es auch noch eine Überraschung, welches von beiden es wird.
Aber mit zwei Switch ist das natürlich um einiges effizienter. Ah ne, du machst es genauso. Du gehst die Muster unterschiedlich. Nice. Das heißt, du hast... Wie rechnet man das dann? Moment mal. Wie rechnet man das dann? Du bist auf einer Konsole. Hast du 1 zu 8000? Es kann ja nicht sein, dass du 1 zu 8000 hast. Aber du hast abwechselnd 1 zu 4000 mit verschiedenen... Aber beide... Weil du sagst Regi Drago, aber in Wirklichkeit... Nee, du machst es auf zwei Switches. Okay. Aber wie wäre es, wenn man das abwechselt? Wie definiert man das dann? Jedes Muster ein eigener Encounter, würde ich sagen. Schon, oder? Beziehungsweise, wenn du es perfekt abwechselnd machst, dann teilst du es durch zwei. Dann sagst du halt Regi Drago und Regi Eleki 1 zu 4000. Aber die Encounter sind zusammen 2000 und einzeln 1000. Ja, du kannst nicht, weil das macht keinen Sinn zu sagen, zusammen 1 zu 8000, das macht keinen Sinn. Oder zusammen 1 zu 2000, oder... Wobei du ja schon... Nee. Du machst nichts besser. Ich überlege gerade, ob du irgendwie deine Wahrscheinlichkeit erhöhst, wenn du beide abwechselnd jagst. Aber... Nein, null. Es ist einfach nur die Überraschung, welches es wird von beiden. Es ist quasi wie, wenn du gehst durch wildes Gras und zwei Pokémon können zu 50% darin auftauchen. Wie hoch ist die Chance, Regi Drago Shiny? 1 zu 4096. Und hallo, Dave. Da ist dein Stück. Er lädt auf. Da ist er. Siehst du ihn? Erkennst du ihn? Erkennst du deinen DS, Dave? Dave, ich hab's gerade schon erzählt, aber jetzt muss ich es dir nochmal erzählen. Hast du, als du jetzt deinen in der Schweiz abgegeben hast, hast du irgendwie gesagt, was da drin ist? Also, hast du irgendwie, hat die Person gefragt, was ist da drin oder ja, musst du für den Zoll ausfüllen? Okay. Aber gut, das ist ja auch dann Zoll. Und du hast es ganz normal, du bist einfach zu irgendeiner Post gegangen. Du bist jetzt nicht zu einem Special-Unternehmen gegangen, um das zu schicken, ne? Dann muss Irland da so dumm sein. Normale Post. Weißt du, was mir heute nicht passiert ist? Ich wollte das kombinieren. Ich wollte deins abholen von der Post und meinen DS zur Post geben und an Murky schicken. Heißt der eigentlich Murky? Ich sage mal Murky. Und ich komme da an mit meinem wunderschönen Paket, wo mein DS wunderschön eingepackt ist. Und dann sagt die, was ist da drin? Dann sage ich quasi Gameboy. Dann sagt die, mit Batterien. Dann sage ich, nö, aber halt mit Akku. Ja, sind Batterien, kann ich nicht verschicken. Unsere Post hier in Irland verschickt keine Produkte, die Batterien haben. Du kannst keine batterieähnlichen Sachen schicken. Ich muss genau genommen jetzt zu einem Special-Unternehmen gehen, die quasi wie eine Spedition, die das halt wirklich verschickt und nicht das Massenunternehmen genannt Post. Ich meine, natürlich werde ich jetzt morgen einfach zu einer anderen Post gehen. Aber weil das ist ja mir noch nie passiert. Und ich habe schon mal den an Murky geschickt und ja auch Sachen bekommen und sowas. Und noch nie hat irgendeine Post gesagt, jo, ist da eine Batterie drin? Das geht fall nicht. Ich glaube, die Iren haben super Angst vor explodierenden Akkus. Ich musste nichts beim Zoll anmelden. Du lebst ja auch in Deutschland. Aber der liebe Dave lebt in der Schweiz und diese neutralen Säcke gehören ja nicht zur EU. Wobei Irland ist auch komplett neutral, das hat damit nichts zu tun. Irland ist ja genauso neutral wie die Schweiz, wobei Schweiz ist wahrscheinlich noch neutraler. Die Iren waren in den Weltkriegen neutral, aber haben heimlich den Alliierten geholfen. Also sie waren offiziell neutral.
Was hat dein DS eigentlich? Mein DS, die Capture Card ist kaputt. Keine Ahnung, was an der Capture Card, aber es funktioniert nichts mehr. Und ich habe genug getestet und auch mit dem, der das gemacht hat, gesprochen und sowas. Die Capture Card ist anscheinend kaputt. Und der, der die Capture Card eingebaut hat, hat gesagt, das ist die zweite Capture Card, die ihm ever kaputt gegangen ist. Aber ich habe das Ding ja auch schon seit 5 Jahren. Also nach 5 Jahren kann ich sagen, okay. Aber trotzdem ist es unüblich und das wird jetzt repariert. Ich hatte auch erst Sorge, dass das ein Problem sein könnte, aber da stand drin, dass so Handy-Akkus kein Problem sind. Dachte, der 3DS müsste ähnlich sein. Ja, oder? Natürlich. Ich habe ja extra gesagt, nee, da sind keine Batterien drin. Und dann habe ich nochmal korrigiert, aber er hat natürlich ein Rechargeable Battery. Dann sagte er, er ist eine Batterie. Nö, geht nicht. Hat es mir einfach wieder in die Hand gedrückt. Also, okay. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht diskutieren. Ich hätte einfach sagen müssen sollen, nein. Das werde ich morgen machen. Ich wollte es halt heute machen, weil ich sowieso bei der Post war, beziehungsweise weil ich umso, ich hätte gern so schnell es geht mein DS repariert, damit wir Gen 7 anfangen können. Was wahrscheinlich bald der Fall ist. Du hast dich für Snickers-Stream entschieden. Ja klar, mach das. Solange das funktioniert. Musst du auch nichts beim Zoll anmelden bei dem Game? Achso, aber JJ, du bist... Du lebst ja auch in Deutschland. Henriette und du, ihr lebt ja in Deutschland, da ist nichts Zoll. Aber sobald du irgendwas aus der Schweiz verschickst, ist immer Zoll, weil die Schweiz mit keinem anderen Land, glaube ich, irgendein Abkommen hat. Machst du den Origin Decks auch bei den Switch Games weiter? Selbstverständlich. Kamezin und Purpur ist fertig, das habe ich ja sofort gemacht, als es rauskam. Und Schwert und Schild machen wir natürlich auch. Auf Schwert und Schild freue ich mich schon, weil das Spiel einfach gut funktioniert. Wie man gerade hier gut sehen kann, wie schön es einfach funktioniert. Das wusste ich nicht mit dem Zoll in der Schweiz. Naja, Zoll ist immer dann, wenn du aus dem Ausland ein Paket kriegst. Und dann gibt es halt die EU. Die EU ist zwar Ausland, aber halt, das ist ein Abkommen, das innerhalb der EU, deswegen existiert ja die EU. Innerhalb der EU können, Bürger der EU können innerhalb der EU leben, wo sie wollen. Also du kannst jetzt von Deutschland einfach nach Spanien ziehen und musst null beachten. Also was, so, was, keine Ahnung, du musst... Hier in Irland, ich muss mich noch nicht mal anmelden. Ich meine, du hast Vorteile, wenn du dich anmeldest, aber du musst nicht. Ich kann einfach hier leben. Weil wir Bürger der EU sind. Genauso, wenn du etwas bestellst aus England. Nee, nicht aus England. Wenn du was bestellst aus Spanien auf eBay, dann kommt es einfach bei dir an. EU. Yes. Und dann gibt es so Idioten, die sagen, sie wollen raus aus der EU. Wie zum Beispiel England. Die es dann einfach machen und wundern sich auf einmal, Moment mal, warum ist jetzt alles teurer? Warum muss ich für alles zahlen, wenn ich mir was aus dem Ausland bestelle? Dann gibt es noch das Schengen-Abkommen. Das ist aber wieder was anderes. Könnte ich auch nach Spanien ziehen und dort Sozialhilfe beantragen, damit ich dort leben kann? Ja. Nein, weiß ich nicht. Du kannst. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du arbeitslos bist. Ich meine. Solange du dem Staat nicht auf dem Geldbeutel liegst, haben die natürlich nichts dagegen, wenn du bei denen einfach lebst.
Ich meine, es ist ein Prozess wie in Deutschland wahrscheinlich. Du meldest dich halt an, sagst, dass du arbeitslos bist, dann sagen die, jo, also leben darfst du. Du darfst einfach, egal wo du in der EU, also in der, zitiert mich jetzt nicht, aber egal wo du in der EU bist, du darfst da einfach leben. Das ist ja Teil, das ist der Sinn von der EU. Aber du musst dich dann halt in Spanien einfach beim Arbeitsamt melden und sagen, jo, ich bin arbeitslos. Und dann kriegst du nur Arbeitslosengeld, wenn du dich auch anstrengst, einen neuen Job zu kriegen wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland kannst du auch nicht einfach arbeitslos sein. Du musst stets versuchen, einen Job zu kriegen. Frage ist, was ist, wenn du arbeitsunfähig bist? Kannst du dann einfach das Land wechseln? Weil du hast ja nie Steuern gezahlt in Spanien. Aber ich schätze schon. Also was sie nicht tun können, sie können dich nicht aus dem Land schmeißen. Außer du begehst ein Verbrechen oder sowas, schätze ich mal. Aber ich glaube, die können, wenn die jetzt sagen, jo, das ist doch der Sinn von der EU. Die können dich nicht einfach rausschmeißen. Das beweisen aber viele in Deutschland eher schon, dass es möglich ist. Ich kenne genug Beispiele, wo Leute wirklich ihren Job verloren haben und Alter werden die geknechtet vom Arbeitsamt. Ein Kumpel, wobei der hat er gekündigt oder wurde der? Nee, der wurde gegangen. Und dann hat er sich halt gedacht, okay, nice, halbes Jahr habe ich jetzt Zeit. Kann ich ein halbes Jahr mich inspirieren lassen, was ich jetzt Neues mache, was Neues suchen. Ey. Nach einem Monat Arbeitsamt sofort geschrieben, hey, Sie müssen hier vorsprechen, Sie müssen da versprechen, was ist hier, was ist da und sowas. Sie haben ihn nicht in Ruhe gelassen. Das war so ein krasser Prozess dann, obwohl er sich dachte, yo, ich wurde gefeuert. Ich sollte ein halbes Jahr jetzt, oder drei Monate? Ich glaube ein halbes Jahr, oder? Ich glaube, wenn du gefeuert wirst, dann hast du ein halbes Jahr lang Zeit, was Neues zu finden. Und wirst nicht gezwungen. Der wurde sowas von gedrillt, ey. Aber ja, natürlich gibt es Meister des Fachs, die es schaffen, das System auszunutzen. Am Montag geht's wieder los. JJ wieder am Arbeiten. Seit 2 Stunden meine Gen 4 auf Gen 5 tauschen, möchte mich wer ablösen? Nope. Hallo Verox. Hallo SK Cool. Hoffe, dir geht's gut. Ich hätte eine Frage. Was weißt du davon, dass Gaming und Streaming auf Single-PC-Input-Delay verursachen soll? Was? Oh, ich habe hier ganz viele Zettel vor mir, es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung von dem, was du redest. Was weißt du davon, dass Gaming und Streaming auf Single-PC-Input-Delay verursachen soll? Mit Input-Delay meinst du, dass du, wenn du ein PC-Spiel spielst, dass du Input-Delay hast? Ich meine, das kommt auf deinen PC drauf an. Ich meine, ich schätze mal, dass du das Problem hast. Die Antwort ist immer, also die stumpfe Antwort ist immer, dein PC ist nicht gut genug. Input Delay? Eine Ahnung. Soapbox, vielen Dank für 2 Monate. Also wenn du streamst und games auf einem PC und das Game ist natürlich anspruchsvoll, dann ist das natürlich anstrengend für deinen PC. Und dann musst du... Entweder schraubst du die Qualität von deinem Stream so weit runter, dass es nicht mehr ruckelt, oder du schraubst die Qualität von deinem Spiel so weit runter, dass es nicht mehr ruckelt. Input Delay sollte eigentlich niemals sein. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung. Ich versuche dir gar nicht erst eine Antwort zu geben, okay? Capture Cards haben immer Input Delay. Henriette, du bist ein Gardevoir. Lurky, du bist ein Pichu. Zebraflo, du bist das geile Zedra King. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Trumpfkarte. Und Jay Gamer, du bist ein Gelatwino.
Schau, Happens wurde ein bis zweimal im Jahr vom Amt angerufen. Schau, das ist irgendwie so. Es kommt halt echt drauf an, welchen Beamten du als quasi der sich um dich kümmert. Oder ich habe keine Ahnung, warum dann der Kumpel von mir so geknechtet wurde. Und andere von euch einfach, die chillen können ohne Ende. Davon gibt es schon 16 Teile. Wird das nicht langweilig? Final Fantasy? Das ist das gleiche wie zu sagen, von Pokémon gibt es inzwischen, es gibt glaube ich mehr Pokémon-Teile als Final Fantasy-Teile. Das sagt aber nur jemand, der nichts über Final Fantasy weiß. Somit lass dich kurz von mir erklären. Final Fantasy baut nicht aufeinander auf. Teil 1 hat nichts mit Teil 16 zu tun, Teil 15 hat nichts mit Teil 16 zu tun, Teil 7 hat nichts mit Teil 8 zu tun. Jedes Final Fantasy ist ein eigenes Spiel, so wie auch in Pokémon. Jedes Pokémon ist ein eigenes Spiel und sind keine Fortsetzungen oder sowas oder Teile, die aufeinander aufbauen. Somit, Final Fantasy 16 zum Beispiel ist ein Mittelalterspiel, also spielst du, das ist sehr, also was heißt zeitlich, kannst du nicht sagen, aber das Thema ist sehr mittelalterlich, so mit Rüstungen und Schwertern und Kämpfen und so. Während 7 zum Beispiel sehr modern ist mit Fabriken und Waffen und Maschinengewehren und sowas. Oder Teil 10 ist sehr auf eine sehr magische Welt. Sehr, wie sagt man? Fantasy. Ich würde sagen, 10 ist eine sehr, ist ein Fantasy-Teil. Ich meine, alles ist natürlich Fantasy. Aber so vom Style her, so, oh, Magie und sie, Yuna läuft auf dem See und macht, huhu. Bei Pokémon und FF gibt es einen großen Unterschied. Natürlich sind Pokémon und Final Fantasy komplett verschiedene Sachen, aber wenn du sagst, warum wird Final Fantasy nach 16 Teilen nicht langweilig, kann ich auch sagen, warum wird Pokémon nicht langweilig nach 10 Generationen, weil jede Generation komplett neu und frisch ist. Ich spiele zum Beispiel gerade privat Final Fantasy 6 und es ist anders wie jedes Final Fantasy, was ich bisher gespielt habe, und ich habe so gut wie alle gespielt. Aber nice, Dave. Final Fantasy 16 ist bisher geil. Das Setting findest du nicht ultra geil. Es ist halt so ein Mittelalter-Setting, ne? Aber allein der Anfang, die erste Stunde von Final Fantasy 16 ist doch so episch einfach. Aber du musst sagen, es ist komplett anders als Final Fantasy 7, oder? Bis auf, dass Phönix existiert und dass Firaga existiert und dass wahrscheinlich irgendwo ein Wedge und Bix rumlaufen. Es ist komplett ein anderes Spiel. Du könntest es auch komplett anders nennen und niemand wäre sauer, dass es komplett anders heißt. Komplett anders. War schon sehr episch. Ich hab's falsch resettet. Meine Kritik, also die Kritik, die ich gehört habe von Final Fantasy, ist, dass es nach relativ schnell langweilig ist. Aber ich glaube, der Kumpel, der mir das gesagt hat, der hat zu viele Sidequests gemacht. Ich glaube, wenn du die Mainquest von Final Fantasy 16 durchmachst, ist es die ganze Zeit volle Kanne, Power und episch. Aber du kannst halt auch zwischendrin sau viele Sidequests machen. Und es ist halt dieses typische, geh dahin und hol die Pfanne für die alte Frau. Und geh dahin und nimm die Pfanne und hau dem Bösewicht über den Kopf. Und geh dahin und nimm eine Pfanne. Hallo Maxler. Die Katze, die reden kann. Kai Sith, bitte. Das sieht nur aus wie eine Katze. Achso, du meinst Red. Ja, das ist auch eine Katze. Das ist wirklich eine Katze. Es gibt zwei Katzen. So, Verox. 1, 2, 4 und 7, 9.
2025 wird das Jahr des Schläfers. Die verkacken. Ich will kein Pessimist sein, bin ich aber. Gothic Remake wird so scheiße. Ich sag's euch, ich verspreche es euch. Und wenn ich mit der Einstellung reingehe, kann ich nur positiv überrascht werden. Das Gothic Remake kann nur kacke werden. Das ist ein süßes Fleck, ne? Ich habe mir echt letztens überlegt, wir sollten von Rosanna eine Entwicklung machen. Stellt euch vor, das, was letztens kam, so ein langbeiniges Rosanna in einem schönen Kleid. Wird echt gehen. Aber es kann halt auch sein, dass sie von Rosanna komplett die Finger lassen wegen dem. Naja. Wer war das? War das Itako? Das war Danuva. Wer sonst, ne? Entweder Itako oder Danuva oder Stabilo. Danke, Danu, für 400 Biddies. Ich bin ja ein großer Fan von Magiezeugs und so. Welcher Teil von Final Fantasy war das? Der 6. glaube ich, war das. 6. genau. Du kennst ja Final Fantasy. Oder wer hat diese Frage gestellt gehabt? Ja, das heißt, du kennst Final Fantasy. Genau, der 6. Teil ist ziemlich basic, dass eine Frau kann Magie, oh mein Gott, was so gut wie in jedem Final Fantasy Teil Normalität ist. Aber in 6 spielst du, also eine von den Charakteren, das ist eine Frau, die die einzige ist, die Magie kann. Und somit gibt es natürlich die Bösen, die sie fangen wollen und als Waffe benutzen wollen. Und dann gibt es die Guten, die halt ihre Mächte für Gutes benutzen wollen. Und du bist da so in der Mitte und weißt nicht, wem du trauen kannst. Nee, ich habe das noch nie gespielt. Also 1 bis 6 sind komplett Pixel von oben runter, so richtig old school. Da gibt es diese Pixel Remasters, die echt schön gemacht sind. Aber es ist halt ein Oldschool Pixel-Spiel, ein Oldschool RPG. Und mit 7 ging dann das 3D los. Ich find immer als Einstieg, um in die Final Fantasy Welt einzutauchen, aber immer noch Modernität zu haben, ist, also, weil die 9, 15 und 16 sind so neu, dass man sagen kann, es ist kein Final Fantasy mehr. Aber sie sind großartig trotzdem. Ich lieb 15. Und deswegen, ich finde immer so wie bei Pokémon kann man das ja auch inzwischen sagen, aber so ein Zwischending, was immer noch genug Altes hat, alte Prinzipien, aber auch modern genug ist, dass du nicht erstmal abgeschreckt bist, ist Final Fantasy 10. 10 war das erste mit Synchronisation, 10 war das erste, was so richtig 3D war, so richtiges 3D, keine gezeichneten Hintergründe mehr 3D, sondern richtig 3D. Und es hat eine geile Story. Es ist immer noch eins der beliebtesten Final Fantasies. Ich glaube, keiner sagt, Final Fantasy 10 ist kacke. Story ist geil. Grafik, es gibt auch ein Remaster davon. Grafik ist vollkommen nice immer noch. Und es hat immer noch die alten Final Fantasy Gameplay-Mechaniken. Aber ansonsten, wenn du noch neuer willst, ist 15 wirklich geil. Ich würde sagen, ich habe 16 nicht gespielt, aber ich glaube, 15 ist allgemein besser anerkannt als 16. Vor allem, weil 15 ja komplett. Aber ich glaube, 16 wird keine DLCs kriegen. Ich glaube, da hatten sie irgendwas gesagt, dass 16 einfach fertig, komplett ist. Vielleicht, weil sie bei 15 so viel Shit bekommen haben, weil DLC, DLC, DLC. Es gibt 4 DLCs oder 5 DLCs bei Final Fantasy 15. Die inzwischen alle in einem Pack drin sind. Also ist auch egal, inzwischen. Das Final Fantasy 7 Remake kann ich auch sehr empfehlen. Ja, aber ich würde Final Fantasy 7 nur empfehlen, wenn man das Original gespielt hat. Man hat so viel, man hat eine viel höhere Befriedigung, wenn man das Original gespielt hat. Du magst 12? Ich finde 12 nicht so schlecht, wie alle sagen. Aber ich würde auf meiner Liste, ist glaube ich 12 das Schlechteste. Aber es ist nicht schlecht. Ich mochte 13. Viele hassen 13. Ich mochte 13.
Ich mag 13.2 nicht. Ich mag dieses Zeitreisen 13.2 nicht. Aber ich mag, oder parallele Universen oder sowas. Aber ich mag 13. Ich habe 13 so krass gespielt. Ich brauche ein weiteres Senfmon-Shirt in der Kollektion mit Rosane. Die Sidequests wirken bisher wirklich langweilig. Bringe den drei Vollidioten das Essen oder bringe mir bitte Holz, welches zwei Räume weiter liegt. Ich würde es erst, falls es alles machbar ist, falls nichts verpassbar ist, falls es eine offene Welt ist, nachdem man es durchgespielt ist, würde ich das erst am Ende machen, wenn du 100% machen willst. Final Fantasy war für mich immer so, zumindest bis Teil, weiß ich nicht, bis inklusive Teil 10. Du spielst einfach die Main Quest. Und wenn du irgendwo in der Main Quest nicht weiterkommst, weil du nicht hochgelevelt genug bist, dann gehst du zurück und machst, levelst dich und kämpfst und machst Sidequests und sowas. Bis du stark genug bist, um die Main, um die Hauptstory weiterzuspielen. Ich habe 13 noch schön auf der 360 gedaddelt. Ich habe 13 auch auf der PS3 gespielt, ja. Ich glaube, Final Fantasy 13 war das erste Final Fantasy, was nicht PlayStation Exclusive war. Es war ja, zuerst war es Nintendo Exclusive. Final Fantasy 1 war SNES oder NES? NES wahrscheinlich. Und dann war es nur noch Sony. Ich weiß nicht, ab wann Sony war. Ab 7 spätestens. Vielleicht auch schon ab früher. Und dann 13 ist es für alle da. Das Zeitreisen war auch nervig. 13.3 war wieder gut. Ja, 13.3 war episch halt. Es war so diese Zusammenkunft, so verständlich, so was passiert, wo sie die ganzen Charaktere und dann boom, Vetter entgegen und so. Das war geil. Und dass du halt sie wieder spielst. Ich hab's halt überhaupt nicht gemocht, dass du... Ich mochte Lightning. Ich wollte Lightning spielen und nicht ihre dumme Schwester, ey. Ah nee, sorry, das schlechteste Final Fantasy ist X2. Das ist so viel schlechter als 12. Natürlich X2. X2 ist einfach nur ein Kostümwettbewerb. Das Prinzip ist eigentlich lustig. Du bist so drei Mädels aus X und die können alles sein, je nachdem, was für ein Kostüm sie tragen. Aber es ist halt wirklich so, jedes Mal tanzen sie dann, wenn sie das Kostüm wechseln und so. Das ist so, das hat so gar nicht reingepasst in Final Fantasy. Schrecklich. Echt, Teil 1 bis 6 war Nintendo? Krass. Wie haben wir das geschafft, dann wegzugeben? Kannst du DC, dann ist es einfacher. Achso, Discord, ihr redet untereinander, alles klar. Ich versuche mich dann mit 15. 15 nur als kleine Vorwarnung. Also ich liebe 15 und ich hatte Angst vor 15, dass es ein Boyband-Spiel wird, weil du spielst als diese vier Dudes und du hast so das Gefühl, du bist NSYNC und gehst auf Abenteuer mit NSYNC so. Oder mit den Backstreet Boys, aber so ist es überhaupt nicht. Das ist echt eine coole Geschichte zwischen vier Bros. Das Problem ist nur, was auch viele bemängelt haben an 15, vor allem diese Let's Plays. Die fangen halt erstmal damit an, dass du wirklich so eine halbe Stunde lang langweilig durch eine Wüste gehst. Und ich finde, halbe Stunde bis Stunde ist jetzt nicht so lang. Da gibt es Spiele, wo es um einiges schlechter gemacht ist. Aber du wirst halt erstmal so ein bisschen, oh nee, ich muss dir bei 15 so viel sagen, dass du das besser enjoyen kannst. Also pass auf, du spielst 15 und am Anfang ist es ein bisschen slow, weil du bist buchstäblich in der Wüste und dein Auto hat kein Benzin mehr und dann musst du dein Auto zur nächsten Stadt schieben. Und das ist der Anfang vom Spiel. Denkst du so, was?
Das haben sie bei 16 so gut gemacht, weil sie bei 16 einfach. Bei 16 haben sie einfach so ein fettes. Der Anfang ist einfach ein Kinofilm. Der ist nur Action die ganze Zeit, so richtig krank. Und 15 ist der Anfang so langweilig. Aber dann, wenn du wirklich in der Stadt angekommen bist, geht's los. Dann kommt das nächste Problem. Es gibt dann einen Punkt, wo das Spiel dann auf einmal sagt, yo, und jetzt passiert sau viel, aber wir zeigen dir nicht was. Und das liegt daran, dass es einen Kinofilm gab. Der Kinofilm ist mega. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Final Fantasy 15. Der Kinofilm ist mega geil mit Bryan Cranston und Aaron Paul und mega gut. Also ein CGI-Kinofilm. Du merkst aber nicht, dass es CGI ist, weil es so abnormal gutes CGI ist. Unfassbar guter Film, muss man anschauen. Und der ist halt notwendig. Was sie im Spiel nicht wirklich sagen. Es ist dann einfach, da kommt eine Stelle im Spiel, die dann einfach so kurz den Film mit 10 Frames zusammenfasst. Kingsglaive, genau. Kingsglaive. Und du siehst einfach nur so flashing pictures. Und dann musst du halt checken, ah, das ist ein Film, den ich hätte schauen müssen. Deswegen schau Final Fantasy Kingsglaive. Mega geiler Film. Und dann spielt Final Fantasy 15, dann versteht man nämlich auch, was passiert. Aber das war ein bisschen dumm vermarktet, dass du musst den Film anschauen, um das Spiel zu spielen. Weil wenn du nur das Spiel spielst, du checkst auf einmal nicht mehr, was los ist. Beziehungsweise hätte einfach der Film gratis bei jedem Spiel dabei sein sollen. Den Film gab es beim Steelbook dazu, okay, ja schau. Bin bei 15 nie durchgekommen. Es ist kein wirklich schweres Spiel. Vor allem irgendwann. Ich weiß nur, irgendwann, es gibt so einen krassen Tempel, den du machen kannst, optional. Aber wenn du den machst, kriegst du den krassesten Ring ever, mit dem du tot machen kannst. Mit dem Ring kannst du einfach durchrennen. Weil mit dem Ring kannst du einfach Gegner tot. Aber dafür musst du einen extrem schweren Tempel machen, um als Belohnung den Ring zu kriegen. Vielleicht bist du so weit, dass du das machen kannst. Der Tempel lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein knallharter Tempel. Aber die Belohnung ist großartig. Regidrago 1 zu 4000, hast du keinen Schillerpin oder funktioniert der bei den Legis nicht? Probier gerade auch das Regis und bekomme Angst. Schillerpin funktioniert nicht bei statischen Encountern und die Regis sind statische Encounter. Auf meinem Discord ist unter Shiny-Raten jedes Spiel aufgelistet, welches Pokémon welche Shiny-Chance hat, mit Schillerpin, ohne und sowas. Also die ganzen Übersichten sind auf dem Discord. Bei den Regis wissen die Leute das oft nicht. Die Regis sind eine der wenigen Pokémon, bei denen der Schillerpin nicht wirkt. Bei den Rittern zum Beispiel, aber die sind halt auch in der Overworld, die ploppen so in der Overworld auf. Da gilt schon der Schillerpin. Bei meinem Wailord, was ich letztens gefunden habe, da gilt auch der Schillerpin. Weil es eben Pokémon sind, die aufploppen in der Overworld. Aber ich glaube, die Regis sind auch die einzigen statischen Pokémon, die shiny sein können. Also Zamazenta und Zacian wären auch statische Pokémon, aber die können ja gar nicht shiny sein. Also ja, du bist bei 1 zu 4000 und das kannst du nicht verbessern. Hat die Royal Edition das nicht geändert? Mit diesem Todesring? Nee. Oder meinst du den Film? Aber wie sollen sie das verändern? Sie können ja nicht den Film auf einmal abspielen. Im Spiel. Es gibt auch ein Anime, den man auch gut anschauen kann. Ich weiß nicht mehr, wo der Anime reinpasst. Ich glaube, es gibt so 8 Folgen Final Fantasy 15 Brotherhood heißt es, glaube ich. Ist ein Anime. Und ich glaube, das passiert auch alles vor dem Spiel. Also man kann den Anime anschauen, den Film und dann das Spiel spielen. Und dann hat man das volle Erlebnis und kennt halt die Charaktere, die man spielt, sehr gut, weil du die ganze Backstory vom Film und vom Anime vor allem hast. Im Anime wird die Beziehung zwischen den 4 Leuten erklärt und halt Background-Stories und so weiter. Und im Film kriegst du die Story über das Kaiserreich. Warum ist Krieg
warum ist Noctis da, wo er gerade ist und so weiter. Und wenn du das nicht, diese Information nicht hast, ist das Spiel echt verwirrend. Also es ist so dumm gemacht einfach. Aber dafür, wenn du es richtig machst, was sie dir nie erklären, wie es richtig ist, wenn du es richtig anguckst, die Medien in der richtigen Reihenfolge, dann ist es mega geil. Lag nicht am Spiel, spiel einfach so gut wie nie auf der PS4. Ey, inzwischen gibt es Final Fantasy 15 auch auf dem PC. Die Windows Edition. Du bist bei 300 Resets? Ah, guck, ich bin auch gleich bei 300, dann sind wir gemeinsam. In 15 gab es doch den Adamantoys, ja, der so gigantisch aussieht. Dann geht der nicht ewig, wenn man ohne Tod kämpfen möchte. Genau. Der Adamant, ich weiß auch nicht, wie man den spricht. Ist ja auch ein Gegner, den es in jedem Final Fantasy gibt. Ich frage mich, ob der in 7 war. In 7 war der nicht, oder? Oder gab es den mal? Den Adamant. Und der Gegner braucht, ich glaube, 2 oder 3 Tage in Echtzeit. Also du musst ihm so viel Schaden machen, dass der Tag ohne Schmarrn, also dass dieser Kampf geht ohne Schmarrn in Echtzeit 2, 3 Tage. Und ja, der Weg ist, dass du einfach mit Tod drauf haust und ist das Ding weg. Das ist, glaube ich, das ist die Methode, die man nehmen soll. Das ist aber so ein geiler Moment in 15. Also bist, das ist ein Berg. Was für ein schöner Berg. Dann geht auf einmal der Kampf los und denkst dir so, was? Wie soll ich den besiegen? Mit Tod. Aber heute gehen wir auf 3000 Giratinas. Wahrscheinlich 300 Dragos. Wenn davor nicht das Shiny kommt. Oh, ich habe falsch resettet. Es ist so kompliziert, mit Händen und Füßen zu spielen. Ich muss das mit dem DS wieder machen. Ich könnte es ja eigentlich mit deinem, mit dem neuen 3DS hier auf meinem Tisch, könnte ich ja. Da kann ich ja einfach meinen Platin reintun, oder? Weil der Speicherstand ist ja auf Platin drauf. Vielleicht machen wir das. Es ist schon geil, einfach mit einem Fußdruck Giratina resetten zu können, aber ich verdrück mich so viel. Ja, manchmal hover ich mit meinem Fuß über dem Reset-Button, bevor ich das Giratina sehe. Das ist echt dumm. Das ist wie bei Deoxys, dass ich schon mit den Fingern so drüber hover. Das darf ich nicht machen. Hier, boom. Dann will ich hier auch resetten. Nein, weiter. Und ich habe mir tatsächlich Kinokarten geholt. Samstag gehe ich in Alien Romulus. Alleine. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich alleine ins Kino gehe. Kann ich euch mitnehmen? Wir streamen einfach live im Kino. Ich richte die Kamera einfach auf den Bildschirm, oder? Ist doch nicht illegal. Der Film ist super. Ich bin gespannt. Problem nur. Also am Samstag und Sonntag ist hier in Irland komplett IMAX Day. Vielleicht auch weltweit, keine Ahnung. Und jeder IMAX-Film kostet einfach nur 4 Euro. Und das habe ich nicht gewusst. Und ich gehe halt auf die Website und bestelle und dann 4 Euro. Und ich meine, was habe ich falsch? Habe ich den Film irgendwie auf dem Land, in irgendeinem Kino auf dem Land bestellt? Habe ich irgendwie den Film
Um 8 Uhr in der Früh bestellt? Was ist hier los? Nee, 4 Euro. Anscheinend Day of the IMAX. Schon mal geil. 4 Euro. Wir haben letztens erst drüber geredet. Filme viel zu teuer. So nicht. 4 Euro Alien Romulus IMAX? Riesiger Bildschirm? Du kannst den Film sogar in IMAX 4D gucken. Oder 4XD oder sowas. Das ist dieses, wo du dann angesprüht wirst. Ich habe Angst, dass mir dann irgendein Facehugger was in den Mund steckt oder so. Die Experience brauche ich nicht. Problem nur, ich habe dann gezahlt, E-Mail-Adresse angegeben und ich habe bis heute, 2 Tage später, keine Bestätigungsmail gekriegt. Also ich habe keinen QR-Code, keinen Code, gar nichts. Ich habe 4 Euro gezahlt, die auch weg sind, was nicht viel ist. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe kein Ticket. Und ich habe schon dem Kundenservice geschrieben, so, yo, mir wurde Geld abgebucht, aber ich habe nie eine Bestätigungsmail gekriegt. Es kann sein, dass ich vielleicht meine E-Mail falsch eingegeben habe. Aber da muss es ja eine Lösung für geben. Aber auch die haben bisher nicht geantwortet und ich rufe doch nicht an. Also bitte, also Telefon, was sind wir hier in 1998 oder was? Entweder melden die sich bis dahin und sagen, nee, kein Problem, hier ist der Code. Oder ich gehe am Samstag einfach in das Kino rein und klär das dort oder kauf halt dort nochmal einen Platz und dann sitze ich vielleicht ganz hinten in der Ecke oder sowas. Richtige Problemlöser würden da jetzt anrufen, ne? Hm. Ich habe auch heute probiert, nochmal einfach 4 Euro auszugeben, weil 4 Euro nicht so viel ist, einfach nochmal einen Platz buchen. Aber die Website stürzt ab. Ich glaube, alle gehen gerade auf diese Website, um 4 Euro IMAX-Tickets zu kaufen. Egal, das sind meine Probleme. Du schaust zurzeit Conjuring nach. Wie meinst du, du schaust vieles über Conjuring? Da gibt's Filme, was gibt's da noch? Oder willst du sagen, das ist eine wahre Geschichte? Ich kenne den ersten Film, der war okay. Ich guck sicher keine Fortsetzung. Können noch schlechter sein. Lief mit dem Umzug eigentlich alles gut? War eine Weile nicht im Stream und erinnere mich, wie du Anfang des Jahres davon erzählt hattest und meintest, in Irland ist das mega schwer, eine Mietwohnung zu finden. Oh, da warst du ja wirklich lang nicht mehr da. Nee, wir sind seit einem Monat in der neuen Wohnung hier. Ich habe Power-Umzug gemacht. Alles sauschnell und so effizient, wie nur geht. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir am Samstag bei Ikea kaufen. Weil wir jetzt viel mehr Platz haben, fehlen ein paar Möbel, die ganz angenehm wären. Mein Raum will ich noch ein bisschen schöner machen, der ist noch nicht optimal. Es war um einiges einfacher, als wir uns vorgestellt haben. Das Hauptproblem war die ganze Zeit, dass wir haben diese Wohnung direkt als allererstes gefunden. First try, sofort. Und die wollten uns auch. Aber dann hast du die ganze Zeit dieses Gefühl von, was ist, wenn es noch was Besseres gibt. Und Realität ist, es gibt immer was Besseres, selbstverständlich. Aber willst du jetzt quasi noch ewig lang warten, dass was Besseres kommt, mit der Gefahr, dass du dann nichts hast, wenn es soweit ist, wenn die Zeit abgelaufen ist? Oder nimmst du das Erstbeste, was dir gefällt? Und wir haben das Erstbeste genommen, was uns gefällt. Und danach nicht mehr weiter gesucht, weil natürlich sonst unser Herz gebrochen wird, wenn wir was finden, was schöner ist. Kannst nichts dran ändern. Aber dann war es halt wie jeder Umzug einfach Stress pur. Möbelpacker hier zusammenpacken, da das abbestellen, da die Adresse ändern, dies und das, Zeit, bum, bum, bum. Und ich weiß nicht, wie Leute das machen, die einen echten Job haben, weil ich habe einfach alles stehen und liegen lassen, einfach keine Videos gemacht, keine YouTube-Videos gemacht und einfach mich 3 Wochen lang komplett auf Umziehen konzentriert, weswegen ich auch das so schnell hingehe. Ich meine, wir haben
Wir sind an einem Samstag komplett mit fetten Möbeln und so umgezogen, mit riesigem Truck und halt mit zwei Möbelpackern. Und 4 Tage später war unsere Wohnung komplett von mir eingerichtet. Also wir hatten Besuch, die nicht gemerkt haben, dass wir gerade eingezogen sind. Und das ging halt nur, weil ich mich komplett darauf konzentriert habe. Keine Ahnung, wie das Leute machen, die sich das nicht gönnen können. Den Stress möchte ich mir erst recht nicht ausmalen. Ah ja. Nee, es lief alles gut. Hier und da, Spülmaschine geht nicht gescheit, Heizungen gehen nicht gescheit. Mei, man muss halt hier und da ein bisschen noch alles optimieren. Hallo, Dito. Sieht comfy aus. Noch nicht ganz. Ich meine, was ist dieser graue Bloch hier? Bloch. Was ist diese leere Fläche hier? Bloch. Hier, mein damaliger Hintergrund. Jetzt einfach so eine hässliche, das ist eine fette Matratze, die einfach steht. Bloch. Diese dummen Reflekte auf meinen geilen Spielen. Bloch. Aber ja, dieser Ausschnitt hier ist okay. Auch ein wenig duster. Okay, 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 meine Güte, okay. Ich meine, das kann man alles fixen mit duster. Ist dir das besser so? Nee, was heißt duster? Ich meine, duster mag ich es ja, aber das ist einfach so bland, so. Uff. Was ist das? Es würde helfen wahrscheinlich, das, den Schrank wieder schwarz anzumalen, so wie den hinter mir. Weil dieses Weiß ist, glaube ich, das, was dann immer so Normie macht oder so langweilig. Ah, jetzt ist alles falsch hier. Dankeschön für 54 Monate. Dankeschön. Ich gehe zu Ikea wegen den Hotdogs. Hä, du gehst zu Ikea wegen den Meatballs. Aber tatsächlich mag ich die Hotdogs lieber. Ich verstehe das Prinzip von Meatballs nicht. Es ist doch einfach eine Bolognese. Warum Meatballs bevorzugen, wenn man Bolognese machen kann? Warum muss ich einen riesigen Ball in den Mund nehmen, der in der Mitte trocken ist, wenn ich einfach schöne, saftige Bolognese haben kann? Ich habe nie verstanden, warum das existiert, wenn Bolognese existiert. Ich sehe da eine bunte Leuchtstoffröhre oder sowas. Habe ich ja. Ich habe so Elego. Nee, das ist 3D-Drucker. Was ist, wie heißt das? Govi. Ich habe ja so Govi-Leuchtröhren. Die kann ich dann auch hintun. Ich glaube, alles richtig gemacht. Wir mussten auch umziehen und haben nur überteuerte Wohnungen gefunden oder welche, die komplett runtergekommen waren. Als dann endlich was Vernünftiges kam, waren wir so aufgeregt und das hat dann zum Glück geklappt. Ja, wir waren so aufgeregt und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, wir hätten viel chilliger sein können, wir hätten viel mehr auch uns Zeit lassen können und auch Kontra geben können von wegen, was manche verlangt haben oder einem dargeboten haben. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute Ikea-Essen so in den Himmel wiegen. Warum? Ich meine, es schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt aber einfach wie Kantinenessen. Also, es ist besseres Kantinenessen als vielleicht die Standardkantine, aber Leute sind ja so, oh, du musst bei Ikea essen, sowas. Nein, du musst überhaupt nicht bei Ikea essen. Kosten die Hotdogs noch 1 Euro? Weil das war krass. Dass du einfach da hingehst und Hotdogs für 1 Euro kriegst und dann kannst du dich an diese Bar stellen und deinen Hotdog einfach vollladen mit Essen. Hotdogs an sich habe ich auch nie so verstanden. Die können schon lecker sein, aber für das, was es ist, sind die meistens überteuert. Es gibt ja so Hotdog-Läden oder Stände
Und dann zahlst du da irgendwie 8 Euro für einen Hotdog, wo auch geile Sachen drauf sind mit Zwiebeln und alles Mögliche. Aber es ist immer noch einfach nur ein Stück Brot mit einer winzigen Wiener drin. Und 1 Euro war halt super. Weil das war krass. Das war das andere Extrem. Das war krass. Vor allem, weil du dann so viele Gurken und Zwiebeln drauf tun kannst, umsonst. Aber es kann nicht sein, dass die noch 1 Euro kosten, oder? Ich werde es am Samstag sehen. Die kleinen Plantbulla sind schon nice. Ja, aber das sind doch die Meatballs, oder? Ich verstehe Meatballs nicht. Warum will ich ein rundes Stück Rinderhack, wenn ich eine geile Soße mit Rinderhack haben kann? Ich glaube, du hast bei Giratina 2 einen Counter zu viel drin. Okay, wie kommst du darauf? Du weißt, es wird automatisch gezählt. Also ich kann mich nicht verzählen. Elchsalami bei Ikea soll der Burner sein. Elchsalami. Also ich habe in Schweden selber Elch und Rentier gegessen. Schmeckt halt wie wild. Achte mal drauf, du hast das Spiel gestartet, warst bei 12, jetzt bei 14. Okay, Moment. Vielleicht ist der Frame zu lange eingestellt. Achtzehn, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott. Das heißt, warum ist das dann heute... War das letztes Mal dem Stream auch schon so? Warum wird der Frame so schnell gemessen? Was nehmen wir dann für einen Frame? Problem ist halt, ich nehme mal einen anderen Frame. Der bleibt halt so lange stehen. Und die klicke ich alle weg. Ich brauche halt einen Frame, den ich nicht wegklicken muss und der von alleine weggeht. Weil das hier geht nicht von alleine weg. Ich glaube, was immer von alleine weggeht, ist die Nachricht, dass Gala... Was wird eingerufen? Giratinas Erzählung ist erschienen. Soll ich mal das probieren? Das Problem war bei Giratinas Erzählung ist erschienen, dann kann ich nicht resetten, bis die Nachricht kommt. Das war das andere Problem. Deswegen habe ich den Frame nicht genommen. Moment, aber was ist, wenn man den Frame nimmt? Gibt es irgendeine Animation, wenn Giratina einen angreift? Irgendwie so einen halb schwarzen Bildschirm oder so? Das Giratina, wie es... Aber auch dann muss ich warten. Nee, es muss irgendwas anderes sein. Eigentlich hat das hier immer... Ich meine, ich könnte das Game Freak-Logo nehmen, wenn es noch ganz undurchsichtig ist. Also wenn es komplett so 10% bloß ist oder so. So, hier, wenn ich hier drücke, was macht Giratina dann? Das könnte ich nehmen. Dieses verschwommene Giratina nehme ich jetzt mal. Danke fürs Sagen, Dankeschön fürs Aufpassen. Die Zahl ist sowieso nicht korrekt, weil ich im Urlaub super viel im Flugzeug und sowas resettet habe und dann geraten habe, wie viel ich gemacht habe. Denke, es ist leider sowieso nur eine Schätzung. Bei Drago ist es perfekt, aber hier nicht leider. Okay, ich nehme jetzt mal dieses verschwommene Bild. Zander. 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 Okay, schauen wir mal, wie es jetzt ist.
Bam. Zander. Störe ich es sehr, dass die Werte etwas verfälscht sind? Notfalls macht durch zwei, dann hast du einen ungefähren Wert. Nee, eben. Ich würde sagen, wenn es gestern schon auch den ganzen Stream über war, dann sind wir jetzt drüber. Aber ich kann halt echt nicht abschätzen, wie viel ich im Urlaub resettet habe. So, jetzt kommt dieses Schimmerbildschirm und das habe ich genommen. 2918, hat er nicht gecheckt. Verdammt! Ist der Frame zu kurz? Der Frame ist dann zu kurz. Dann nehme ich jetzt den unscharfen Frame vom Anfang. Aber dann ist halt trotzdem... Geil wäre es echt, wenn ich einen Frame kriegen würde, der wirklich da ist, wenn es erscheint. Okay, wie wäre es, wenn wir einen Frame nehmen, wo Giratina von oben runterkommt? Nee, nicht das. Warte, vielleicht. Vielleicht wirklich der Bildschirm, der so schwarz-weiß ist. Dieser schwarz-weiße Bildschirm kurz zwischendrin, der ist doch markant. Den muss doch das Programm erkennen. Ich weiß noch nicht, ob ich den schnell genug gescreenshottet kriege. Den da. Fuck. Den da. Oh ja, doch, den da, genau. Der ist doch lang genug. Dieses so weiß und schwarzer Balken unten. Thunderstruck. Das muss gehen. So ein markanter Screen. Balls sind eher chewy als Hacksoße. Es liegt am Mund, die Haptik im Mund. Nein, das ist auch zu kurz. Irgendwas stimmt nicht. Das kann nicht zu kurz sein. Okay, dann nehme ich halt das Game Freak Logo, das so gefadet ist. Also das hier. Ganz dolle gefadet. Ich glaube, nichts funktioniert, glaube ich, gerade, weil das muss er messen können. Alles ist kaputt, alles ist kaputt, alles ist kaputt. Warum?
Erzählt nicht mehr. Ich finde es gut, dass du perfektionistisch bist. Ich will einfach nur, dass es funktioniert. Das ist nicht perfektionistisch. Weil das geht einfach gerade nicht. Aber der andere geht noch, oder? 2, 4, 6. Manuel, meditiere oder was? 2, 4, 6. 2, 4. Schwertschild, komm schon. 7. Okay, keine Ahnung, warum das gestern ging. Dann muss es aber gestern auch nicht gegangen sein. Ich habe aber eigentlich immer drauf geachtet. Nochmal. Welchen Frame soll ich denn dann nehmen? Keratine aus der Zählwelt ist erschienen. Ist vielleicht besser, wenn ich mich zwinge, das jedes Mal zu lesen. Jetzt muss ich aber bewusst jedes Mal warten, bis die Nachricht kam, Geratina aus der Zerwelt ist erschienen. Was dadurch sorgt, dass ich dann sicher gehe, dass ich wirklich gucke, was das für ein Geratina ist. Aber es auch dafür sorgen könnte, dass ich zu früh resette. Dann zählt's nicht. Es ist komisch, dass er die Frames davor nicht erkennt. Okay, freust du dich schon auf das Pokéspiel, wo du quasseln musst? Das heißt Hey You Pikachu. Und ja, es wird wunderschön. Nein! dumme Füße. Aber keine Ahnung, ob ich das wirklich mache. Ihr kennt mich, ich habe schon viel gesagt und dann am Ende doch nicht gemacht. Hey you, Pikachu. Pokémon Channel, Hey you, Pikachu und Pokémon Rumble, nicht Rumble, Rumble? Dash. Pokémon Dash. Es gibt ein Spiel auf dem DS, wo man Pikachu so von einer Top-Down-View und es rennt einfach und du musst es quasi so schnell es geht von A nach B bringen. Das soll auch ein schreckliches Pokémon-Spiel sein. Channel fand ich cool. Channel hatte Charme. Hey you, Pikachu wird keinen Charme haben, sondern nur Cursed Vibes. Und ja, ich glaube, Dash wird schrecklich. Dash habe ich nicht erwähnt, ne? Das ist so eine Art Pokémon-Rennen, genau. Und soll schrecklich sein, also von der Steuerung und sowas. Das hast du, aber hast du es mal gespielt? Kannst du sagen, dass es gut war? Ich habe mich erstmal für Pocket registriert. Ich habe Pocket auch, nachdem der letzte Trailer war, habe ich auch... Also ich habe es runtergeladen, es muss halt nur noch erscheinen. War Dash das mit den Luftballonen? Auch ja, ich glaube, du hast so Luftballons, dann wirst du so nach oben geschleudert. Dann musst du halt so abschätzen, wo Pikachu landet und dann geht das Rennen weiter.
hat meinen DS-Touchscreen geschrottet. Oh Gott. Hey, dann emulieren. Dann wird nichts geschrottet. Wird nach einer Zeit langweilig. Oh no. Nee, dieses Pocket hier TCG-Spiel könnte interessant werden, aber ich glaube, das ist eine krasse Geldfalle. Man soll 2 Packs am Tag gratis aufmachen dürfen. Aber 2 Packs sind auch in 2 Minuten geöffnet. Was machst du dann? Natürlich 5 Euro ausgeben für ein Pack oder sowas wahrscheinlich. Das ist halt die Kacke. Dann gibst du wahrscheinlich genauso viel Geld aus wie ein richtiges Pack. Nur dass du noch nicht mal richtige Karten hast. Aber mal schauen, vielleicht wird es auch nur 1 Euro kosten. Dann wird es gefährlich, weil dann bist du ganz schnell so Euro, 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 Euro. Oder du wartest 24 Stunden. Ja. Cool. Hallo, Feli. Ja, ich wollte halt ein Video machen, wo ich die 3 schlechtesten Pokémon-Spiele spiele. Da gehört allgemein Channel dazu. Ich finde Channel nicht schlecht. Aber Dash und Hey You Pikachu sollen schrecklich sein. Aber ich wüsste nicht, was noch das dritte Spiel sein könnte. Ich meine, ich kann die auch einzeln spielen, einzelne Videos machen, einfach sagen, was für ein schreckliches Spiel. Wobei, dann würde ich Dash gar nicht erst machen, weil Dash ist, glaube ich, auch langweilig. Aber Hey You Pikachu ist so abstrus. Das könnte, glaube ich, interessant wenigstens sein. Schrecklich und interessant. Und es kommt eine Funktion, wo man Ingame-Währung sammelt. Die Ingame-Währung sammeln funktioniert so, dass du deine Kreditkarte angibst. Ich glaube nicht, dass sie noch so ein richtiges Spiel einbauen, wie du dann Sachen sammelst. Das Zusatzspiel für Schwarz-Weiß, das ist Dream Radar. Ich fand Dream Radar nicht schlecht. Für das, was es ist. Es kostet 3 Euro. Warum soll ich erwarten, dass ein Pokémon-Spiel... Also das, was Dream Radar ist, das ist es für 3 Euro. Das ist vollkommen ausreichend. Wenn du halt sagst, warum ist das kein richtiges Pokémon-Spiel, dann wundere ich mich, warum man sich das fragt für 3 Euro. Das war halt einfach ein kleiner Zusatz für das Hauptspiel. Aber ja, es wird auch oft als das schlechteste, eines der schlechten Pokémon-Spiele. Aber es ist halt nicht mal ein Spiel. Ich finde, da kann man sich nicht aufregen. Charmed. Ich hätte heute übrigens fast einen Unfall gebaut, als ich im Auto diesen Eistee aufmachen wollte. Und unverschämt, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ich habe den Deckel abgemacht und er ist abgegangen. Der Deckel rutschte mir in den Sitzzwischenraum im Auto. Lebensmüde. EU-Regelung, wo ist sie? Warum ist dieser Deckel nicht befestigt an meiner Flasche? Was soll der Kack? Wenn mir das versprochen wird, dann erwarte ich das auch, damit ich keinen Unfall baue. Ich habe es wirklich einfach so aufgedreht und losgelassen, weil ich es echt gewohnt bin, dass die Dinge einfach hier dran sind. Und schwuppdiwupp war der Deckel dran, weg einfach. Also wenn schon, denn schon. Wenn müssen sie es durchziehen. Ist halt noch eine alte Flasche. Wahrscheinlich ist die 22 abgelaufen. Sofort Hersteller anschreiben und Gratislieferung verlangen. Sollte ich, könnte ich, müsste ich. Traue ich mich nicht. Prani, du bist ein Schwalbini. Olopoto, du bist ein Blutzuck. Kann man in dem Game dann nicht auch das TCG gegeneinander spielen? Da bin ich mir nicht sicher. Bisher sagen die Trailer nur, dass man die Karten sammelt und sie cool dargestellt werden. Wahrscheinlich kannst du dann auch in dem TCG-Spiel damit spielen. Aber warum sollten sie nochmal ein eigenes Spiel machen, wo man spielen kann mit den Karten, wenn es das schon gibt?
Aber vielleicht kannst du in einem anderen Spiel spielen und dadurch Punkte sammeln für das Pack-Spiel. Das ist ja nur eine App, um Packs aufzumachen. Das ist das Lied aus Charmed, ja. Das ist das Intro-Lied von Charmed. Es ist ja kein Spiel. Es ist einfach nur eine App, mit der du Packs aufmachst. Digital anstatt in Wirklichkeit. Auch hier. Erwartet nicht zu viel, wenn uns nicht mehr versprochen wurde. Niemals hat man, glaube ich, im Trailer gesehen, dass das ein TCG-Kartenspiel ist, wo man aktiv spielt, weil das gibt's schon, das kann man spielen, gratis, die ganze Zeit schon. Das ist einfach nur eine geile Animation, wie du digitale Packs aufmachst und sie kaufst, beziehungsweise gratis bekommst. Ja, das hat jetzt, glaube ich, nicht gezählt, weil ich zu früh resettet habe. Ein Kumpel von mir hat mit 14 Jahren einen Gewürzhersteller angeschrieben, weil die eine Saisonsorte abgesetzt haben, die es für seinen Chipsdip genutzt hat. Er hat einen Karton voll davon bekommen. Hat er bestimmt noch welche von? Krass. Ja, man sollte sich öfter beschweren, wenn man das Recht darauf hat. Die Deutschen sind ja sehr gut darin. Aber ich will so nicht sein. Das arme Unternehmen. Genau, es ist einfach nur ein einarmiger Bandit. Ja. TCG-Bandit. Gut eingelebt in der Wohnung. Weiß nicht, noch nicht. Ich glaube, das dauert, oder? Es kommt immer noch einem so vor, als ob man in einem Hotel ist gerade. Aber ich glaube, das dauert einfach ein bisschen. So ein Vierteljahr oder so. Der Landlord war da wegen der Heizung, ja. Ich habe mich auf Patreon schon beschwert darüber. Nee, der ist super nett. Ist das erste Mal, dass ich den Landlord kennengelernt habe, weil davor ging alles über den Makler. Nicht böse nehmen, Happens. Der Typ, ich glaube, der ist noch kleiner als du, Happens. Der ist, glaube ich, nicht über 1,60. Er könnte sogar 1,55 sein, so. Also wirklich ein sehr kleiner Mensch. Was vollkommen egal ist. Es ist nur interessant, weil er sich auch so verhält. Also er ist sehr so Stereotyp. Umso kleiner du bist, desto mehr musst du dich behaupten. Also wie so ein Chihuahua laut ist. Kleine Hunde sind sehr laut. Der ist super so. Der gibt einem die ganze Zeit das Gefühl, Zeit ist Geld. Und er hat keine Zeit, sich jetzt lange um dich zu kümmern. Also du hast seine volle Aufmerksamkeit, aber schnell, schnell, schnell bitte. Also kommt rein, begrüßt sich, super nett, super höflich. Aber dann so, okay, was ist das Problem? Ah ja, okay, das und das und das. Geht dahin, ruft seinen Typen über FaceTime ein, den Mechaniker, zeigt mit seiner Kamera drauf und sagt, hey, was ist da das Problem, warum geht es nicht? Und er so, ah ja, okay. In 2 Wochen kommt jemand, alles klar, okay, was ist die nächste Sache? Ah ja, okay, das und das und das, ja, kann ich dir zeigen, geht so, 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 so. Okay, was ist die nächste Sache? Und ich so, ich weiß nicht, lass mich kurz überschnaufen und überlegen, weil ich habe tatsächlich 3 Sachen vergessen. Weil es so schnell und dann auch noch mit Englisch, Language Barrier und sowas, und dann bin ich so am Nachdenken und er ist so, und du merkst so, wie er so dasteht und sich denkt, okay, ich muss zu meinen nächsten 10 Wohnungen und die checken, so weiß ich nicht, aber so gibt einem das Gefühl. War super nett, sehr höflich und sowas. Aber so, du bist so unter Strom gewesen mit dem Menschen. So eine ADHS-Persönlichkeit, nur auf Business halt. Und die Tür ist wirklich nicht zu öffnen. Achso, das hast du nicht mitgekriegt. Die Tür ist schon lange offen. Die Tür ist schon lange offen. Das wäre peinlich gewesen, wenn er das gemacht hätte. Nee, vor 2 Wochen oder sowas hatten wir Besuch hier und dann haben wir denen das auch gezeigt mit der Tür. Und die eine, und die ist, keine Ahnung, 1,65 groß, zierlich, schwanger, höchst schwanger. Sagen sie, ja, die Tür geht nicht auf, guck, geht nicht weiter. Die stellt sich hin und macht, wumm, die Tür ist offen.
Die hat einfach mit voller Kraft, mit voller Wucht, mit vollem Schwung die Tür einfach aufgerissen. Was ich mir nicht getraut habe, ich habe schon fest gedrückt und sowas. Also die Tür ist wirklich, sie geht zuerst wirklich komplett parallel nach vorne und dann kannst du sie zur Seite schieben, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Aber das wurde vielleicht schon so lange nicht mehr gemacht, dass das wirklich halt verrostet oder irgendwas ist. Deswegen habe ich mich nicht getraut, bei einer kompletten Glastür meine volle Kraft zu benutzen. Aber die stellt sich dahin, wump, Tür ist einfach komplett offen. Okay, das werde ich mir mein Leben lang jetzt anhören müssen. Ja, Tür ging natürlich genauso auf, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich hatte mich nicht getraut, so eine Kraft anzuwenden. Geht es jetzt denn einfacher zu öffnen? Ja, jetzt wo man weiß, dass man einfach eine gewisse Kraft benutzen muss. Aber wir haben sie ehrlich gesagt seitdem nie wieder aufgemacht. Das war auch zu früh resettet. Na, das mit der Zerrwelt ist kacke. Dann müssen wir den Frame vom Anfang nehmen, aber der muss. Der darf nicht zweimal gemessen werden. Danke, dass du in deinem Video ein bestimmtes schwedisches Möbelhaus erwähnt hast. Du hast ein Beispiel gebraucht für deine Schulung? Ist deine Schulung wie viele Länder ein Produkt besucht, bevor es fertig ist? Teelichter von IKEA, weil wir haben das in Erdkunde damals, haben wir das Beispiel an Joghurt, ganz normalen Joghurt, genommen und da ist irgendwie der Joghurt sieht 20 verschiedene Länder, bevor er fertig ist. Willst du sowas machen, oder wie? Wir können jetzt auf den Balkon, ja. Nee, aber der Landlord war da, super Dings und sowas. Das Problem ist, und er sagt mir mal, ob eure Wohnungen auch so funktionieren. Wir reden hier viel zu viel über erwachsene Themen. Wir sollten viel mehr über Kacka und Pipi reden, wie andere Streamer. Hier ist ein Gasboiler. Der ist in einer kleinen Tür. Gasboiler. Gas wird heiß, Wasser läuft durch, macht Heizung, macht Warmwasser. Ne? Einfach ein Boiler, der mit Gas betrieben ist. Easy. Auf dem gibt es so gut wie eigentlich nur einen Knopf und da kann man sagen, heiß oder nicht heiß. Und dann werden die Heizungen alle heiß oder nicht heiß. Und da ist schon das erste Problem. Wenn ich diesen Boiler anmache, dann werden alle Heizungen heiß. Also nehmen wir an, oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Was der mir dann erklärt hat, ist, hey, das ist ein Smart Home. Ich so, na toll, ein Smart Home. Ich habe iRobot gesehen, na toll, jetzt kommen die Hacker und hacken mich aus meinem Haus raus. Auf jeden Fall, hier ist so ein Ding und da lädst du die App runter und dann installierst du, registrierst dich und sowas. Habe ich dann auch alles gemacht, hat nur 2 Stunden gedauert. Und dann kannst du auch ein Schedule einstellen, wann die Heizungen angehen, wann sie ausgehen, bla 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 bla. Und im großen Wohnzimmer ist ein Temperaturmesser, so ein Hub, eine Station, die sagt 21 Grad. Das heißt, die misst an dem Raum, okay, dieses große Wohnzimmer hat gerade 21 Grad, hey, wir wollen 23 Grad, also machen wir die Heizung an, so lange, bis es 23 Grad hat, easy. Logisch. Mein Problem damit ist, dass es eben nur dieses eine Ding ist im Wohnzimmer, was der größte Raum ist. Und natürlich logischerweise deswegen auch der kälteste Raum. Das heißt, wenn es, keine Ahnung, wenn ich will, dass es überall 20 Grad hat und in meinem kleinen Zimmer hier, wo der PC steht, hat es gerade 23 Grad und jetzt im Wohnzimmer hat es 18 Grad, weil der Raum groß ist, Fenster offen ist oder was auch immer, dann gehen alle Heizungen an und ballern so lange durch, bis das Wohnzimmer da drüben 2 Grad wärmer ist. Und ich schwitze mir hier die Bulle weg. Ich weiß,
Lösung ist, hier die Heizung einfach komplett auszumachen. Klar, dann kommt hier gar kein heißes Wasser erst an, logisch. Aber ist es nicht ein dummes Prinzip, dass das, du hast quasi eine Zentrale, aber die Temperatur wird an einem Raum gemessen und somit werden alle Heizungen angemacht, wenn dieser eine Raum aufgeheizt werden muss? Ich will einfach wie ein normaler Mensch verschiedene Heizungen, die ich mit auf verschiedene Temperaturen machen kann, je nach Raum. Ein Schlafzimmer zum Beispiel sollte niemals warm sein. IKEA hat am 31.08. eine Schlafanzugaktion. Dass man im Schlafanzug kommen soll oder dass man da Schlafanzüge kaufen kann? Was? So, aber auf jeden Fall, das Smart Home kommuniziert gar nicht mit dem Gasboiler. Ich habe das gestern lang genug getestet. Ich kann das Smart Home auf 50 Grad stellen und nichts ändert sich. Aber sobald ich den Boiler heißer mache, werden alle Heizungen heiß. Das heißt, der Boiler geht, aber es ist keine Verbindung zwischen Boiler und Smart Home. Wo ich mir auch denke, wie auch? Da ist kein Kabel, da ist kein Wi-Fi, das ist ein mechanischer Boiler. Wie soll der checken, wenn ich auf meinem Handy sage, bitte 2 Grad wärmer? Aber irgendwie soll es gehen. Aber ja, muss wiederkommen und das richten, erklären, was auch immer. Aber zur Not kriegen wir die Heizung alle an. Aber ich finde es ein dummes System, dass ich am Wohnzimmer bemesse, wie heiß alle Räume sind. Damit einkaufen. Ach, keine Angst, hier gehen die Leute sowieso im Schlafanzug einkaufen. Das ist keine Besonderheit. Ich weiß, in Deutschland zieht man sich fein an, wenn man rausgeht. Hier gehen die Leute mit Unterhose und Bademantel vor die Tür. Diese Aktion können die hier gar nicht machen, weil es einfach jeder Tag ist. Und das größere Problem ist, was heißt Problem? Das ist einfach nervig. Die Wohnzimmer, also die Badezimmer bei uns haben diese Heizungsdinger, wo man Handtücher dranhängt, dass die Handtücher schnell trocken werden. Also diese Gitterheizungen. Und habe ich auch gefragt, wie kriegen wir die an? Da sagt er, das ist einfach eine Heizung, so wie jede andere Heizung. Das heißt, wenn ich will, dass meine Handtücher trocken werden, muss ich das komplette Heizungssystem anmachen, auf volle Pulle stellen. Alle Heizungen werden dadurch angemacht, damit auch die 2 Heizungen im Bad angehen. Das finde ich alles dumm. Also wahrscheinlich ist die Lösung einfach, der Boiler ist immer am Laufen und hält immer das Wasser auf, keine Ahnung, 50 Grad. Und dann drehe ich die Heizungen per Hand einfach auf und zu, wenn ich einen bestimmten Raum irgendwas Bestimmtes heizen möchte. So wie man es halt normal macht. Aber dann ist dieses Smart Home sowas von Bullshit, weil dieses Smart Home eben nur anhand von einem Raum alles kontrolliert. Stellt euch vor, ihr wollt einfach nur im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer 2 Grad mehr haben und auf einmal geht ihr in euer Badezimmer und euer Badezimmer hat einfach 60 Grad. Das macht doch alles keinen Sinn da. Manche Kunden kommen gerne auch mal mit wenigen Klamotten rein. Du siehst sowieso die komplette Bandbreite der deutschen Gesellschaft, oder? Weil beim Rewe geht, glaube ich, echt jeder einkaufen. Also Leute, die... Also Rewe ist zwar schon ein bisschen teurer, aber es ist, finde ich, so noch Mittelfeld, dass da wahrscheinlich auch Leute mit Geld einkaufen gehen, aber auch Leute mit nicht sehr viel Geld. Leute mit wenig Geld sollten da jetzt nicht einkaufen gehen, aber... Oder? Die ganze Bandbreite ist da doch bestimmt anzutreffen.
Die mit wenig Geld versuchen zu klauen oder Kleinigkeiten mitgehen zu lassen, ohne jetzt auf jemanden zu zeigen. War schon jemand aus dem Chat da, auf den du jetzt gerne zeigen würdest? Ich habe Prani schon bei mir im Rewe gesehen. Die hat Mikado-Stäbchen mitgehen lassen. Was ich nur sage, Mikado-Stäbchen, weil damals auf Korfahrt hat einer von uns Mikado-Stäbchen mitgehen lassen. Und ich dachte mir so, du Verbrecher. Das macht man doch nicht. Das heißt, das erste Mal, dass ich erlebt, dass jemand in meinem Umfeld etwas geklaut hat. Und ich war geschockt. Das würde keiner glauben. Wozu will ich das Mikado-Stäbchen? Es ist mir nur, ich habe das nur gesagt, weil das tatsächlich jemand mal in meinem Umfeld geklaut hat, Mikado-Stäbchen. Der hat dann gesagt, der Trick ist, dass ich diese Cola gekauft habe und dadurch haben sie nicht gemerkt, dass ich die Mikado-Stäbchen, also die Cola habe ich gekauft, die Mikado-Stäbchen habe ich mitgenommen und deswegen haben die das nicht gecheckt, weil ich ja wirklich was gekauft habe. Verbrecher. Geklaut, extra. Ich habe auch schon mal im Nachhinein was bei Aldi oder sowas. Ich kann mich an eine Sache erinnern, dass ich halt so ein Sechserpack Wasser oder Sechserpack dieser Billo-Eistee bei Aldi. Ich liebe einfach Eistee. Dieser Billo-Eistee bei Lidl, glaube ich, stand halt unten auf diesem Gepäckträger von dem Einkaufswagen. Ich bin einfach durch und habe alles andere bezahlt, was alles drin war, aber ich habe halt dieses Sixer-Pack nicht gezeigt, dass ich das auch habe. Und dann komme ich im Auto an, mache das Sixer-Pack ins Auto rein, denke mir so, oh. Hey, haben sie nicht gemerkt, also ist es kein Verbrechen? So ungefähr. Ich habe noch nie was aus Absicht geklaut. Ich habe einmal, das habe ich auch schon öfter erzählt, ich habe einmal absichtlich etwas getauscht quasi. Und zwar war ich da, das war wirklich, da war ich 7, 8 oder sowas. Und zu der Zeit haben wir mit so Aufziehautos gespielt, aber so große Aufziehautos. Also schon so große Aufziehautos, die richtig krass waren und die man bekleben konnte mit krassen Motiven und sowas, dass die dann so aussehen, als ob sie ein Hai sind und so. Ich habe es doch genau vor Augen, aber ich kann es nicht beschreiben. Also grün-rot. Und ich war super schlecht darin, das zu bekleben. Und es sah halt bei mir richtig kacke aus. Mein Auto sah richtig kacke beklebt aus. Der Kumpel, bei dem ich zu Besuch war, der hatte genau das gleiche Auto, nur er hatte es perfekt beklebt. Oder seine Mutter, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ein Kind so viel Geduld hat, es so perfekt zu bekleben. Aber auf jeden Fall, sein Auto sah perfekt beklebt aus. Also am Ende des Tages, als ich gegangen bin, habe ich seins mitgenommen und meins dagelassen. Mit purer Absicht. Das war das Böseste, was ich, glaube ich, gemacht habe. In Bezug auf Klauen. Ist es Klauen? Ist es Klauen? Ich meine, es ist, beides hat exakt den gleichen Wert. Das eine hätte auf eBay mehr Wert, weil es besser beklebt ist. Aber es ist trotzdem exakt das gleiche Ding. Und vor Gericht war es natürlich ein Versehen. Ich habe einfach nach meinem Auto gegriffen. Er hat auch nie was gesagt. Vielleicht hat er es nie bemerkt. Oder es war ihm egal. Also die Freundschaft ging ganz normal weiter. Also es war jetzt nicht, dass auf einmal nie wieder hat er sich gemeldet. Meine Sticker waren viel besser. Du Schwein. Hallo, wer ist sie? Ich erinnere mich auch, beim gleichen Freund war das allererste Mal, dass ich übernachtet habe. Für mich war das ein großes Ding, weil ich war als Kind noch viel introvertierter, als ich heute eh noch bin. Also wirklich so rockzipfelmäßig, wirklich so. Das heißt, nicht zu Hause schlafen war unvorstellbar für mich. Und ich weiß noch, das war das allererste Mal, dass ich nicht zu Hause geschlafen habe, sondern bei jemandem, der nicht meine Eltern sind.
Und ich war so schüchtern, dass ich wirklich, ich lag die Nacht da und ich konnte nicht schlafen. Und ich hatte so abnormalen Durst. Und ich war so schüchtern, dass ich mich nicht getraut habe, aufzustehen und irgendwie in die Küche zu gehen, um mir ein Glas Wasser zu holen oder sowas. Ich glaube, ich lag die ganze Nacht über wach. Mit meinen, keine Ahnung, wann das war, 7, 8 Jahren, 9 Jahren. Ich weiß es nicht, wann das war. Das war meine allererste Übernachtung. Das erste Mal vergisst man nie. Ich war das erste Mal bei meinen Pateneltern über Nacht, war schrecklich. Das waren nicht meine Pateneltern, ne. Aber nah dran, ähnlich, also so vom Status her. Wir haben auch schon vergessen, etwas zu scannen. Wir haben einfach das nächste Mal das Produkt einfach zweimal gescannt. Oh krass. Das ist aber nett. Das ist ja bewiesen, da kann wahrscheinlich Happiness auch so viel dazu sagen, dass an diesen Self-Checkout-Automaten wird so viel beschissen, absichtlich und unabsichtlich, dass die so viel Geld damit verlieren. Aber gleichzeitig sparen sie sich so viel Geld für Mitarbeiter, die sie nicht brauchen, weil die Kasse automatisch funktioniert. Weil 5 Kassen, da steht einer da, der kontrolliert, anstatt 5 Leute. Hey, sell it. Viel Erfolg, Jay. Du hattest gerade Shiny Tunnel. In Karmesin und Purpur. Mensch, das ist doch in 10 Minuten da. Und trotzdem hörst du jede Minute Mitarbeiter an die SB-Kasse. Ja, weil die Dinger halt auch so oft einfach nicht gehen. Du scannst irgendwas ein, machst dies und das und dann steht da, bitte Mitarbeiter rufen. So cool. Ich bin an den Dingern eh selten, weil wenn wir einkaufen gehen, dann ist es immer ein riesiger Einkaufswagen voll. Und ich habe schon das Gefühl, du wirst sowas von benachteiligt, wenn du viel kaufst. Weil wir sind so oft beim Tesco. Also einmal die Woche gehen wir zum Tesco und kaufen da für die ganze Woche ein für 120 Euro oder sowas. Und dann haben wir wirklich einen kompletten Einkaufswagen voll. Und es ist immer nur eine, da stehen eine riesige Reihe an Kassen. Und eine einzige ist besetzt. Und die restlichen 30, 40 Menschen sind dann Selbstbedienungskassen. Weil es gibt echt wenig Leute, die viel kaufen. Die meisten gehen echt jeden Tag einmal schnell einkaufen für den Abend, für den Tag. Aber das ist doch so, das hasse ich. Wir kaufen einmal Fett und dann haben wir alles und dann nächste Woche wieder Fett. Aber ich glaube, die Leute werden vernachlässigt. Da stehen so viele lange Kassen und immer nur ist eine besetzt und da stehen 5 Leute mit ihren riesigen Wägen und darunter stehen auch wir und müssen ewig warten, während an der Selbstbedienung die Leute durchrattern. Ich will doch auch schnell einfach bezahlen. Ich kaufe doch extra viel. Ich sollte doch mehr wert sein. Ja, es ist auch, glaube ich, sehr deutsch, Wocheneinkauf zu machen. Hi Leo, bin froh, dich mal live hier zu erwischen. Hallo Solem Slap. Darf ich dich mal was fragen? Warum kommt eigentlich nichts mehr auf deinem YouTube-Kanal? Als ich mich mit Streaming befasst habe, fand ich deine Videos dazu super hilfreich und richtig gut gemacht. Sorry, wenn es vielleicht eine stupid Frage für dich ist. Es ist keine stupid Frage, ich verstehe die Frage natürlich. Ich muss aber direkt eine Frage zurückstellen. Als du dich mit Streaming befasst hast, warum machst du das nicht mehr? Weil du jetzt einfach streamst erfolgreich? Oder weil du aufgegeben hast. Sag nicht, dass du aufgegeben hast. Warum? Weil ich keinen Bock habe. Ich mache regelmäßig YouTube-Videos, nur halt auf einem anderen Kanal.
Der Twitch-Support-Kanal liegt brach. Weil mir das einfach keinen Spaß gemacht hat. Das ist die simple, einfache Antwort. Und irgendwann hast du auch alles gesagt. Und dann siehst du ja bei anderen Kanälen, wie auch jetzt, wie heißt er? Sensei. Ich habe den Vornamen vergessen. Heller. Wie heißt er denn? Heller. Jason Heller. Nee, Chris Heller. Hey, wie heißt er denn? John Heller. Nee. Harris Heller. Alliteration. Nielsen Heller, genau. Nein, Nielsen hat schon immer gerockt. Der rockt weiter. Der macht sein Ding. Ist ja aber auch was anderes, als ich gemacht habe. Harris Heller. Harris Heller macht auch nur noch Videos zu Produkten. Neues Produkt kommt raus, Review. Neues Produkt kommt raus, Review. Neues Produkt kommt raus, Review. Cool. So, das will ich nicht machen. Weil du irgendwann über jedes Thema etwas gesagt hast. Und ich habe über jedes Thema was gesagt. Und sogar mich oft genug wiederholt, was auch dumm war. Auf welchem Channel bist du vertreten? Da ist YouTube. Das ist Leos Mind. Der andere Channel heißt jetzt anders. Ich schätze, wenn du Leos Mind auf YouTube eingibst, kommt eher mein Pokémon-Content als der alte Content. Das heißt, es ist eigentlich egal, was du eingibst. Hallo Daisuke. Bei 3000 kommt Giratina. Gratin. Bei genau 3000. Wenn nicht, darf ich dich dann bannen. Ausrufzeichen OF. Sell it. Stop. Stop. Stop it. Ich mach's immer noch. Mir macht das immer noch total viel Spaß und dein Channel war einer der Gründe davon. Aber was zum Beispiel, du bist jetzt hier. Oder bist zufällig hier gelandet, weil du dir gedacht hast, was macht eigentlich Leos Mind auf YouTube? Nix. Was wäre denn ein Thema, wo du das Gefühl hast, dass du nichts auf YouTube zu gefunden hast, nicht von mir, nicht von jemand anderem, wo man ein Video drüber machen könnte? Zu dem Thema. Natürlich kann ich über Twitch reden, dass jetzt Guest Star anders funktioniert. Wow. Natürlich, aber so das, was mein Thema war, so das Mentale dahinter, so die Einstellungssache im Kopf, wie man Sachen so meiner Meinung nach macht. Ich habe über alles geredet. Bart Frasé, hallo. Wollte auf jeden Fall einfach mal Danke sagen, nicht nur für deinen Content, sondern auch für deine Art und Weise, wie du ihn rüberbringst. Du hast so einen bestimmten Spark. Oh, stop. Aber ich muss sagen, ich fühle den Starting Screen, auch wenn du immer das dagegen geschoben hast. Hey, Starting Screens sind Schmutz. Oh, funktioniert jetzt gerade nicht. Keine Wiedergabe? Technisch wieder komplett am Arsch alles. Das sollte eigentlich, geht das noch? Geht das noch? Wo bin ich? Wo ist meine Cam? Hä? Achso, hier. Nee, was? Ah, das habe ich nicht installiert auf einem neuen PC. Kann man so viele Punkte sparen, dass du die Cap abnimmst? Selbstverständlich, fang einfach damit an.
So, das ist so nervig, dass man bei Tuner immer wieder sich neu bei Spotify einloggen muss. Das ist irgendwie alle 2 Wochen oder so, ist gefühlt. Das wird einem auch nicht gesagt, dass man es machen muss. Oder bin ich nur blöd? Gibt es ein Video dazu von Leos Mind, wie er erklärt, warum man Tuner immer wieder neu den Token authentizieren muss? Okay. Hast du eigentlich noch deinen VTuber? Selbstverständlich habe ich noch meinen VTuber-Character, Avatar. Aber das war, glaube ich, die Investition, die ich am wenigsten benutzt habe, jemals. Das hat so viel gekostet, was auch okay ist, weil Yu musste da wirklich für sitzen und seine Künstler muss bezahlt werden, Gottes Willen. Aber ich sollte, das ist wieder so das Beispiel von, du hast etwas, was eigentlich cool ist, aber der Aufwand, es regelmäßig zu benutzen, ist größer als das, was ich davon habe. Weil es ist doch relativ komplex, wie so ein Avatar funktioniert. Und ich habe es mir so vorgestellt gehabt, von wegen, ich habe das einfach an und wenn ich keinen Bock habe, mit Kamera zu streamen, kann ich einfach meinen Avatar nehmen. Bin ich einfach VTuber. Stellt sich raus, dass man als VTuber sacken viel, nicht technisch ist es auch echt herausfordernd. Man kann nicht einfach nur da sitzen und chillen, man muss richtig artikulieren und Gestiken machen, dass die Kamera das aufnimmt und übersetzt auf den Avatar. Du kannst nicht einfach gechillt wie ich, weil dann bewegt er sich nicht. Und das hast du auch, wenn du Interviews anschaust mit VTubern, die sitzen wirklich vor der Kamera oder vor der Kamera. Und gestikulieren oder mimiken extrem, damit es so gut rüberkommt in ihrem Avatar. Und nur die das machen, haben auch diese erfolgreichen Avatare, die wirklich lebendig aussehen. Weil die wirklich hinter der Kamera sitzen und alles Mögliche machen. Also, dass man irgendwie denkt, man macht es, damit man eben nicht groß hier vor der Kamera was machen muss, ist falsch. Bam, 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 bam. Ich habe dich halt gerne auf YouTube geschaut, dachte mir, ich komme mal auf Twitch vorbei und frage einfach mal. Hätte jetzt kein direktes Thema, bei dem ich sage, da fehlt Content. Ich habe mich halt von Nielsen, von dir in Anfängen leiten lassen. Ohne eure Channels wäre alles viel schwerer und belastender gewesen. Danke, danke, gerne, gerne. Ah ja, das ist der Grund, warum ich da nichts mache. Ich wüsste nicht über was und es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich, weil ich keine Themen mehr habe, über die ich reden möchte. 114 und 150. Bist du dir sicher? Das Wichtigste ist Follow für Follow. Ja. Süß. Das ist einfach Mewtwo, was jetzt ordentlich Verbrechen begeht und nicht erkannt werden möchte. Perfekt. Perfekt. Es ist perfekt. Ich würde sagen, das hier ist perfekt. Was? Okay, erklär das. Wie? Also was ist... Ist das jetzt ein Stalos, was quasi sein getötetes Opfer auf dem Kopf trägt, wie eine Krone? Oder ist es wirklich Relaxo? Und warum... Oder ist es ein Relaxo, das ein Stalos gefressen hat? Nee, ist auch dumm. Das finde ich komisch. Ich finde, da sieht man das Konzept nicht. Es ist lustig und sieht eigentlich ganz cool aus. Aber die coolsten sind die, die auch ein Konzept dahinter haben. Vielleicht hat es ein Konzept, aber ich verstehe es nicht. Was ist der Sinn dahinter? Warum sieht es so aus? Ist es jetzt ein Hut? Oder hat Relaxo einen Stalos gegessen? Oder ist es der eine aus Fullmetal Alchemist? Keine Ahnung. Mew Gangster.
Wir haben einen Spirit und das ist Akuma mit einem Panferno. Ich hasse das Lied übrigens. Ich stehe nicht auf der Patreon-Liste. Das war ja auch ein Starting-Screen, den ich das letzte Mal vor 4 Monaten benutzt habe. Da ist nichts, da stimmt nichts auf dem Ding. Du hast doch gesehen, nicht mal mein Gesicht hat gestimmt. Bist du etwa nur Patreon für den Fame? Ich habe mehr erwartet von dir. Patreon für mehr Ute. Ich weiß nicht, ob ich jemals die Zeit habe, so ein Projekt wie Ute nochmal zu machen. Bitte, bitte, hoffe nicht auf Ute. Utes Return. The Return of Ute. Es reizt mich schon, es war schon geil, einfach wegen der Erinnerung, wie geil es ist, wenn man sowas macht. Und sowas schafft vor allem. Vergesst nicht Gitarre. Gitarre war auch krass. Breath of the Wild nur mit Gitarre durchspielen war auch insane. Das war eigentlich, finde ich, also Ute war krass schwer, aber es war sehr langweilig am Ende, weil du dauernd das Gleiche machst. Du musst halt brauchst halt 5 Stunden lang pure Konzentration. Aber Gitarre war mechanisch, beziehungsweise motorisch, sauschwer. Ich dachte eigentlich an Tears of the Kingdom mit Mick the Stick. Mick the Stick. Klar, es geht bestimmt. Es gibt krasse Glitches in Tears of the Kingdom. Allein dadurch, dass du auch einen Stock auch immer wieder fusen kannst und auch neu verfusen kannst, kannst du den Sacken stark machen und so. Utes Vermächtnis. 23 Jahre bist du schon hier. Maori, vielen Dank für 23 Jahre. Ich weiß noch damals, als ich mit 8 Jahren... Nee, Moment. Fuck, vor 23 Jahren war ich sogar schon alt. Vor 23 Jahren war ich... Mit 13. Da durfte ich sogar schon streamen. Es wäre sogar möglich. Und ich wäre wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Streamer ever, weil ich damals mit 13 schon angefangen habe zu streamen. Wo es noch nicht mal DSL gab, so ungefähr wahrscheinlich. Hast du schon mit 3 die Kreditkarte von deinen Eltern geklaut? Nice. Da war das Internet noch frei. Ja. Hallo Noah Night Raven. Was ich aber machen möchte, ist, ich will so viele Sachen machen, aber ich finde die Zeit dafür einfach nicht. Besser so als andersrum. Zeit haben, aber nichts machen. Wobei, das wäre auch schön. Und zwar habe ich ein Spiel entdeckt, wo ich ursprünglich ein Video drüber machen wollte, im Sinne von so Thema Monster Collector Games, die nicht Pokémon sind. Aber halt Monster Collector Games, die du nicht kennst, ungefähr. Und jetzt nicht Digimon oder auch nicht sowas wie Yokai Watch, Shengami Tensei und sowas, das kennt jeder. Sondern Monster Collector Games, die kein Schwein kennt. Weil ich habe nämlich eins entdeckt durch ein YouTube-Video, was crazy aussieht, PlayStation 1 ist, ultra alt ist und richtig verrückt aussieht. Es ist aber nicht, es ist ein Monster Collector Game,
Aber es wäre komisch, eigentlich es in die Kategorie zu packen. Und das Spiel interessiert mich aber so sehr, dass ich das irgendwie... Ich will das spielen und daraus einfach Let's-Play-Videos machen und dann auf Patreon oder auf den VOD-Kanal stellen. Vielleicht auch streamen, aber ich weiß eben nicht wann. Kann auch sein, dass das Game super kacke ist und ich nach 2 Stunden aufhöre. Aber die Prämisse ist super geil. Und vielleicht kennen das jetzt richtig krasse PlayStation-Fans. Es ist aber Japan-only gewesen, aber es gibt einen Englisch-Mod. Und zwar ist es Linda Cubed. Also Linda hoch 3. Linda Cubed, nicht Monster Ranger. Come on, geht auch weg mit diesem 0815-Kack. Wenn ich davon rede, dass es wirklich Spiele sind, die kein Schwein kennen soll, dann komme ich nicht mit Monster Rancher. Aber Monster Rancher würde ich auch gerne mal spielen. Ich habe immer nur damals den Anime geguckt. Hallo Jens. Was ist eigentlich Ute? Ute ist die Route. Das ist eine Legende in diesem Kanal. Da musst du vor 4 Jahren mich geguckt haben hier auf Twitch, um das zu verstehen. Das ist ein Insider. Da muss man dabei gewesen sein. Ich sag's nur so, ich habe Breath of the Wild mit nur einem einzigen Stock durchgespielt. Und es war immer der gleiche Stock. Und das habe ich geschafft. Und am Ende haben wir diese Route Ute getauft. Und am Ende habe ich diese Route natürlich auch zerstört. Das ist die Legende von Ute der Route. Wie ich Breath of the Wild mit einem Stock durchgespielt habe. Nein, wir spielen nicht The Longing. Monster Rancher kennen auch nicht viele. Ja, das Jungvolk kennt das nicht, das stimmt. Aber ich rede von dem Spiel Linda hoch 3. Linda Cubed. Und das ist... Zwischendrin hast du so Anime-Sequenzen. Also es ist eine Art Anime-Spiel. Es ist eine Art RPG. Die Grafik an sich ist ultra schlecht vom Spiel. Und zwischendrin hast du aber also relativ gut gezeichnete Anime-Sequenzen und Dialoge mit so Anime-Charakteren, die eigentlich ganz cool aussehen. Aber die Story ist super geil. Eines Tages stürzt es einfach eine Arche auf der Welt. Noahs Arche. Und dann stürzt so ein riesiger Grabstein vom Himmel. Und auf dem Grabstein steht eben drauf, irgendwie so die Gebote, aber vor allem die Aufgabe. Die Aufgabe ist es, dass du halt, naja, Noahs Arche, du musst jedes Tier, 2 Versionen davon, also Männchen und Weibchen, fangen und zu dieser Arche bringen. Das ist, was du machen musst. PS1 und Sega Saturn, genau, da war Linda Cube drauf, aber nur in Japan. Inzwischen gibt es einen Mod, der es ja Englisch macht. Und das ist so die Story, beziehungsweise das ist nicht die Story, aber das ist so das, was du machen musst, gameplay-technisch. Du gehst durch so ein riesiges RPG-Pixelland von oben runter, so Fallout 1-2 grafikmäßig. Und hast halt immer wieder so Final Fantasy-like so oder Pokémon-like so Kämpfe und dann kommt halt ein Wolf und dann hast du den noch nicht und musst du den Wolf fangen und zur Arche bringen. Dann kommt ein Vogel und dann musst du den aber es sind halt Monster. Es sind jetzt nicht unsere Tiere, sondern es sind wirklich Monster, die du halt fangen musst, gegen die du kämpfen musst und wenn du es noch nicht hast, fängst du es und bringst es zur Arche. Die Story an sich weiß ich nicht, weil du bist ein Typ und deine Freundin ist eben Linda. Die Story ist hauptsächlich um sie, aber es ist halt so, in der Welt geht es darum, dass diese Arche existiert und du musst... Und es ist eine sehr brutale Welt, also es ist jetzt nicht so... Es ist halt angelehnt wahrscheinlich an Noah und die Arche, aber es ist definitiv nicht keine Kindergeschichte, sondern es ist halt sexy und böse und Blut und brutal. Aber das hat mich so interessiert, diese Prämisse, dass ich mir das geholt habe und irgendwann mal spielen möchte. Aber es kann sein, dass das... Es ist eher... Ich glaube nicht, dass ich das streamen will, weil ich kann mir vorstellen, dass das super langweilig ist, live zuzugucken. Es ist eher halt so ein Let's Play von 1-2 Stunden, was Leute im Hintergrund laufen lassen können. Oder halt die es wirklich interessiert,
weil sie selber nicht das Spiel spielen können, aber es interessiert sie, das Spiel zu sehen und sowas. Vielleicht übersetze ich es auch auf Deutsch, während ich rede. Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall vorlesen, aber vielleicht übersetze ich es im Kopf und lese es auf Deutsch vor. Mick the Stick. Hallo Nemesis. Du hast dir eine neue OLED gekauft und bei der Übertragung lief was schief und alle deine Animal Crossing Inseln sind weg? Oder deine fette Animal Crossing Insel ist weg? Kacke. Diese Übertragung, wir haben hier auch, ich habe einen Zuschauer, der Fast Guy, der hat seinen Schwert- und Schildspielstand so verloren, als er ihn übertragen wollte auf eine neue Konsole. Komplett weg. Irgendwie 100 Shinies einfach weg. Kannst nichts machen. So Unverschämtheit, oder? Keine Cloud, weil Animal Crossing. Alles weg. Deswegen sollte man alle seine Konsolen modden dürfen, sollen, machen, um Backup zu machen von seinen Saves. Weil anscheinend kannst du Nintendo nicht vertrauen. Das passiert zu oft. Inselsicherung hattest du an. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber allein, dass es passiert ist, heißt, dass es entweder zu komplex ist oder dass es einen technischen Fehler gab und das ist beides eine Frechheit. Die Aufgabe ist genau das, was ich quasi bei Pokémon mache. Alles in männlich und weiblich einmal fangen für die Arche. Für die Poke-Arche. Aber sei froh, du bist ein bisschen stolz oder ein bisschen froh drauf, Jens, dass du jetzt eine komplett frische Insel bauen kannst. Oder? Ich meine, schade ist, dass die alte weg ist, weil du hättest ja immer auch einfach so ein neues Spiel anfangen können. Aber jetzt wirst du gezwungen, ein neues Spiel anzufangen und gibst zu, du bist schon ein bisschen hyped drauf, wieder von vorne anzufangen. Weil es ist auch ein geiles Gefühl, so ein frisches, weißes Blatt vor dir zu haben. Warum hören wir Toxic? What the fuck? Also nachdem ich 1200 Stunden habe, hätte ich dann das Spiel deinstalliert. Wenn du deine 1200 Stunden Insel verloren hättest. Ja. Als YouTuber machst du einfach ein Video draus und machst Content draus. Also das kannst du jetzt auch machen, Prani. Einfach online drüber beschweren und schon hast du einen Grund. Also ist es quasi nicht sinnlos gewesen. Du hast ein paar Screenshots. Nicht, hoffentlich nicht nur Screenshots. Kannst ja auch Videos aufnehmen mit der Switch und so. Einmal kurz durchgehen durch dein Dorf, durch deine Insel. Immer wieder kleine Videos machen. Ich bin wieder in Baldur's Gate, das catcht mich mehr. Eigentlich wollten wir Diablo 4 auf 100% machen, Rosa und ich, gemeinsam, also Level 100 erreichen, alle Quests machen. Aber als ich gesehen habe, wie viel das noch ist, habe ich so die Motivation verloren. Weil du zoomst aus der Karte raus, du hast das Spiel durchgespielt und du zoomst raus und du hast einfach noch nicht mal 50% entdeckt und bist so... Und es ist schon, also ein paar Quests sind schon besonders und man erinnert sich dran, sind schon cool, aber die meisten sind halt schon, geh dahin, geh da zurück, geh dahin, geh da wieder zurück, geh dahin, geh da wieder zurück und besieg alle Viecher auf dem Weg mit einem Schlag. Es ist leicht repetitiv, dieses Diablo.
Ich sehe Arceus in deinem Menü. Wo ist Arceus in meinem Menü? Achso, im Home-Menü. Ja. Meine Freundin suchte doch Diablo 4. Die Hauptstory ist schon geil. Lilith ist schon cool. Sogar relativ lang, die Hauptstory. Da kann man schon ein paar Stunden reinstecken. Vor allem, es funktioniert halt super zu zweit. Das ist echt gut gemacht, ohne Probleme. Keiner fliegt raus. Jeder hat immer den gleichen Fortschritt und sowas. Ist gut gemacht. Oder was heißt gut gemacht? Das ist Standard. Das sollte so gut funktionieren. Es lässt sich sehr gut zu zweit spielen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass du mit Baldur's Gate ein bisschen mehr Abwechslung hast. Du kannst dich nicht mit der Grafik von Legends Arceus anfreunden. Zum Glück ist die Grafik egal bei einem Spiel und das Wichtigste ist das Gameplay. Legends Arceus hat ein Steelbook. Weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich finde Steelbooks ein Scam. Steelbooks sollten für 1 Euro mehr dabei sein, weil so viel sind sie wert. Noir Knight Raven, du bist ein Lumi-Spross. Ein bisschen spät, sorry. Und Mauri, du bist ein Voltoball? Nee. Belloball? Bello Voltobell? Wie heißt das nochmal? Elektro? Ist das der englische Name? Voldi? Doch, Belektro. Belektro stimmt. Voldi. Walk like an Egyptian. Bei Prani. Du hast dir Arceus zum B-Day gewünscht und jetzt spielst du erstmal Schwert und Schild. Legends Arceus. Schwert und Schild ist cool. Aber ich finde Schwert und Schild ist nur cool für die. Also, die Story ist relativ lame. Passiert nicht viel. Es gibt sehr coole Pokémon, aber jede Gen hat coole Pokémon. Das Coole ist einfach in Schwert und Schild, dass es so sehr viele Pokémon gibt und dass du super gut Shiny hunten kannst und die Raid-Abenteuer sind geil, die DLCs sind gut, das Spiel läuft gut. Aber Legends Arceus, würde ich sagen, hast du länger mit Spaß als mit Schwert und Schild. Schwert und Schild ist ein Grind. Legends Arceus ist durchgehender Spaß. Noch 2 Giratinas, dann wird Shiny Nick gebannt. Der hat sich gedacht, hey, wenn ich nicht da bin, kann ich nicht gebannt werden. Thank you.
kein Giratina bei 3000. Wieder leere Versprechungen wurden gemacht. Immer diese Behauptungen, die aufgestellt werden. Fake News möchte man fast behaupten. Und dann ist man noch nicht mal hier für den Moment. Kommt von der Firma, die den GB Operator auf den Markt gebracht hat, auch eine Version für 3DS-DS-Spiele? Frag für einen Freund. Das würde ich auch gern wissen, für mich und meinen Freund. Also ich, dreimal, doppelt und viermal. Die Frage haben die du schon oft gekriegt, wenn man auf Twitter guckt, werden die täglich von dieser Frage heimgesucht. Und die Antwort ist immer, dass sie das natürlich vorhaben und sie das gerne machen würden, aber als erstes ist der SNES-Operator geplant, der jetzt, glaube ich, auch bald kommt, der SNES-Operator. Danach kommt wahrscheinlich der NES-Operator, der wahrscheinlich nicht viel anders sein wird, muss, weil die doch ziemlich gleich sind. Oder kommt zuerst der NES-Operator? Ich weiß es nicht. Ich glaube SNES-Operator. Aber ja, im Moment, wenn du einen DS-Operator haben willst und du hast einen DS, dann modde den einfach und schon hast du einen DS-Operator. Also grob gesagt. Natürlich kannst du es deswegen nicht einfach am Fernseher spielen, aber zumindest kannst du deine ROM und deinen Save auf deinen PC spielen, packen und dann dort spielen und somit auch auf dem Fernseher spielen und sowas. Das heißt, im Moment kostenlose und einfache Variante ist, du moddest deinen DS in 20 Minuten und dann hast du dann quasi alle, die Welt steht offen. Aber ja, ein DS-Operator, glaube ich, wird es die nächsten 3-4 Jahre nicht geben. SN-Operator? Also Super Nintendo meinst du? SNES? Wurst kein Name. Wurst kein Name. Ich würde behaupten, ist By the Way oder Can't Stop das beste Red Hot Chili Peppers Lied? Ah, es gibt schon gute. Es gibt auch das eine Danny Summer Danny Summer. Auch nicht schlecht. Kommt jetzt nicht mit Californication. Das ist so leer gehörtes Lied. Save Californication. Ey, ich sag's gerade. Das ist so tot gehört, Californication. Das kann man doch nicht mehr hören. California. Ja, ich finde das ist zu viel. Ging ja ums Beste. Ja, aber es ist ja nicht das Beste, wenn man es tot hören kann. Under the Bridge. Dankeschön für 36 Monate. Alminada. Dankeschön für Tier 2. Ihr habt ja gehört, dass Oasis wieder zusammen sind. Wonderwall. Hallo Devos. Und wisst ihr, wie viele Konzerte Oasis in einer Stadt spielt? Wahrscheinlich London. Als Reunions-Konzert? 12. Ich glaube, es ist ja Rekord. Ich habe noch nie gehört, dass eine Band so viele Konzerte in einer Stadt spielt. 12? Was macht Coldplay hier in Dublin? 4? Taylor Swift? 3? Coldplay war gestern einfach in der Fußgängerzone und Chris Martin, hat einfach in der Fußgängerzone Gitarre gespielt. Komischerweise war das ein riesiger Mob, der dann gefährlich wurde auch langsam, weil die Leute nur noch gedrängelt haben und man echt Schiss bekommen hat. Ich war natürlich nicht da. Rosa hat sich's kurz überlegt. Aber da stehst du in einem Mob, um irgendwo einen winzigen Kopf von Chris Martin zu sehen. So, warum? Das widerspricht sich. Warum? Ich finde halt, Californication ist wahrscheinlich das... Also es ging ja um Geschmack. Es ging ja um, was ist das beste was ist das beste Red Hot Chili Peppers Lied? Ich frage ja nicht, was ist das bestverkaufteste. Das wäre wahrscheinlich Californication, klar.
Ich finde, wenn ein Lied für mich ist, Californication nicht das Beste, weil es ist ein gutes, ein guter Song. Aber es ist tot gehört, ich kann es nicht mehr hören. Also kann es nicht das beste Lied für mich von denen sein, weil ich kann es nicht mehr hören. Wenn es kommt, skippe ich weiter, weil ich hab's noch nicht mal im Ohr, wie es geht. California finde ich scheiße. Da gibt es deutlich bessere Lieder. Ja, wie zum Beispiel By the Way. By the way, I try to say ba bam bam. Gibt ja auch Leute, die Gangnam mögen. Was ist Gangnam? Gang, Gang. Gangnam. Das Under the Bridge Cover fand ich auch gut. Wie ist das ein Cover? Ist das nicht von denen? Von den roten heißen Chili-Schoten? Gangnam Style. Das heißt nicht Gangnam Style, das heißt Gangnam Style, oder? Gangnam Style? Warte, das heißt nicht Gangnam Style. Gangnam. Gangnam Style, eben. Wie kommt ihr auf Gangnam? Gangnam klingt wie ein Kaugummi-Marke oder so. Gangnam Style war ein großartiges Lied. Was haben wir jetzt gegen? Was ist denn gegen Gangnam Style? Psy ist eine Ikone. Koreanische Ikone. Seit den K-Pop angefangen, wenn man das so sieht. Boah, ich glaube, da würden sich die K-Pop-Fans jetzt nicht im Grab umdrehen, weil die alle erst 10 oder so sind, aber das würden die vehement bestreiten, glaube ich. Aber man könnte wahrscheinlich sagen, dass er es in die Welt, in die westliche Welt gebracht hat, vielleicht. Wobei, ich finde, Gangnam Style ist noch nicht mal K-Pop, oder? Ja doch, es ist per Definition wahrscheinlich K-Pop. Sei es auch ein One-Hit-Wonder, das ist definitiv falsch. Schau dir mal die Stadien an, die Psy füllt. Der ist kein One-Hit-Wonder. In den deutschen Charts hat er definitiv nichts mehr gehabt. Okay, in Deutschland hört man ihn vielleicht nicht mehr. Aber es ist immer noch der koreanische Popstar, der Arenen füllt und kranke Shows hinlegt. Kannst du nachschauen. Das ist krass, was der macht alles immer noch. Aber das Gefühl hat man wahrscheinlich bei sehr vielen. Wahrscheinlich hat man das Gefühl auch bei DJ Bobo. DJ Bobo ist einfach. Oder was ist DJ Ötzi und DJ Bobo? DJ Ötzi ist der Anton aus Tirol. Was hat DJ Bobo eigentlich gemacht? Egal. DJ Ötzi ist auch ein One-Hit-Wonder irgendwie mit seinem Anton aus Tirol, aber wenn du auf ein Konzert gehst, ist es einfach ein Stadion, was gefüllt wird und Fans, die schreien. Ich glaube, eher so ein One-Hit-Wonder wäre sowas wie Lou Bega. Der Münchner Stolz. Lou Bega. Oder
Wahrscheinlich Aqua mit Barbie Girl. Aber die haben auch, glaube ich, irgendwie 5 Alben und sind erfolgreich. Aber halt in ihrem Genre. Aber weiß ich nicht, vielleicht sind die auch. Vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr. Aber ich glaube, Aqua gibt es schon noch. Oder die Venga Boys. Oder Brosis. Macarena, okay, Macarena. Ja, wahrscheinlich. Macarena, ich weiß nicht, ob die beiden. Wahrscheinlich leben die nicht mal mehr. Nee, wahrscheinlich schon. Vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, Macarena ist wahrscheinlich ein One-Hit-Wonder. Die haben wahrscheinlich nie wieder was gemacht. Oder halt probiert. Hier, Blue, Dabedi-Dabedi. Die waren. Ja, ein krasses One-Hit-Wonder. Aber die gibt's noch. Es gibt eine Doku von Weiß über das Lied. Super interessant. Die haben sich auch verstritten und sowas dann. Und einer von denen tritt immer noch auf und performt auch das Lied. Aber alles halt nur so in winzigen Clubs. Nicht winzig, aber in so kleinen Clubs. In Italien. Gangsters Paradise, ja, ich meine, wenn man tot ist, kann man nicht so viele Hits mehr machen. Wobei, Lil Peep macht ständig, Lil Peep und XXX machen ständig Hits. Und die leben schon ein paar Jährchen nicht mehr. Gangsters Paradise. Ja. Das war halt ein riesiger Hit. Aber ich glaube trotzdem, dass Coolio ein erfolgreicher Artist war, der mehrere Lieder gemacht hat. Es ist ja immer schwierig, wenn du einen Hit hast, der so unfassbar erfolgreich ist, dass der Rest ist eigentlich auch erfolgreich, aber im Vergleich zu diesem einen Hit halt sind alle anderen Sachen Schrott wahrscheinlich. So zahlentechnisch. Was wahrscheinlich auch echt schwer ist für diese Künstler. Aber ich habe auch das Gefühl, ich glaube, da habe ich mal ein Video drüber gesehen, dass es heutzutage weniger One-Hit-Wonder gibt. Weil man könnte zum Beispiel denken, Post Malone mit Rockstar. Eins der meistgehörtesten Lieder auf Spotify. Glaube ich mit 5 Milliarden oder sowas. Wie viel hat Rockstar? Drei Milliarden Klicks auf Spotify. Das war damals krank, dieses Lied. Es war überall. Und wahrscheinlich für damalige Verhältnisse, also für, wenn das jetzt in den 90ern passiert wäre, wäre das wahrscheinlich ein One-Hit-Wonder gewesen und der Typ wäre danach weg gewesen. Aber heute, durch das Internet, keine Ahnung oder sowas, jetzt bringt er ein Lied raus, hat sofort eine Milliarde. So, ich habe das Gefühl, es gibt keine One-Hit-Wonder mehr. Alaya war kein One-Hit-Wonder, die hatte viele. War eine richtige R&B-Sängerin, lange. Bis. Heute wird eh nur noch gesampelt oder remixt. Happens, du bist nicht mal 30. Hör auf, wie ein 50 Jahre alter Mann zu klingen. Es ging gerade um Flugzeugabstürze. Oh. Die Dame von Aqua ist 50 Jahre alt. Ja. Also hat fast 50% der heutig lebenden Menschheit diesen Song gehört, aus mathematischer Sicht. Ja, und das ist nur Spotify. Stell dir vor, wie oft es im Radio lief und im Auto lief oder irgendwo im Hintergrund in Läden lief, im H&M und in Filmen und Trailern. Das ist unfassbar, wie stinkreich er auf einen Schlag wurde einfach. Nur deswegen. Das ist auch ein Banger. Taylor Swift kann wahrscheinlich ein Lied rausbringen, das geht immer durch die Decke. Ja. Das stört mich so ein bisschen an Taylor Swift. Gibt es irgendwelche Swifties? Selbst bekannte, extreme Taylor Swift-Fans? Das störte mich so ein bisschen an ihr, dass die könnte wahrscheinlich Schrott machen und trotzdem wäre das extrem erfolgreich. Ich habe keine Ahnung, was, also manchmal kriegt man die Hits natürlich mit, aber die bringt ja jedes Jahr ein Album raus oder alle 2 Jahre ein krasses Album raus. Hat die nicht jetzt 2 Alben auf einmal rausgebracht, also irgendwie 20 Lieder auf einmal?
Taylor Swift ist das Pokémon der Musikszene. Es ist aber erschreckend, dass wahrscheinlich Taylor Swift mehr Geld verdient als Pokémon. Ich glaube, oder? Oder vielleicht sogar mehr als Nintendo. Verdient die nicht mehr als Apple? Nein, Schmanne, als Apple nicht. Aber ich glaube, das kann man locker behaupten. Das könnte man bestimmt auch nachschauen. Die verdient bestimmt mehr im Jahr als Nintendo. Inklusive Pokémon. Nee, der geht sich schlecht. Die ist die erfolgreichste Musikerin der Welt. Die verdient am meisten mit Abstand von allen Musikern auf der Welt, glaube ich. Es ist erschreckend, wie sie mit ihrer Meinung Massen steuern kann. Ja, und noch nicht mal sogar ohne, dass sie was sagen muss. Also es gibt ja Leute, die einfach dann Alben von ihr kritisieren oder ganz konstruktiv Sachen kritisieren und dann werden die wirklich gestalkt und fertig gemacht von ihren Fans, ohne dass sie was sagen muss. Also es ist einfach, die Fans sind so krass in sie verknallt, verliebt, dass wenn jemand auch nur irgendwas konstruktiv, selbst wenn es konstruktiv negativ ist, dass die einfach wie Pitbulls jagen. Ich denke, wow. Und das ist noch viel erschreckender, dass sie noch nicht mal jetzt sich hinstellen muss und sagen muss, am 3. Januar stürmen wir. Nein, sondern sie kann einfach, sie muss noch nicht mal was machen. Von Country Girl zur Pop-Ikone. Ja, und manche sagen, das ist nur passiert wegen Kanye West. Nur weil er auf die Bühne gestürmt ist. Er sagt es zumindest, dass er ihr den Erfolg gegeben hat. War es der 6. Januar? Ich wusste gerade das Datum nicht, verdammt. Was hat er gesagt? I'm gonna put this bitch's pussy in a body bag? War das der Text? Großartig. Nein, was war das der Text? I kept your heart on the counter, so you know. I used to never ever, what? I'ma put that bitch pussy in a motherfucking body bag. Tatsächlich, ich hab's richtig verstanden. Großartig. Was? Nee, body bag. Aber nur die Pussy. Nichts anderes. Weil mal Post Malone in Wirklichkeit Horrorfilm, Horrorgenre-Musiker. Cannibal Corpse. Literarisch exquisit. Ja, als nächstes hören wir Lady Gaga. Papa Poker Face, Fafa Fucker Face. Wusstet ihr? Das habe ich schon zu oft hier erwähnt. Inzwischen soll sie dir das alle wissen. Lady Gaga im neuen Joker-Film. Wird er gut? Leute haben Angst. Ich brauche keinen guten Joker-Film. Der erste war schon großartig. Wir brauchen keinen weiteren. Ich finde es eh komisch, dass es eine Fortsetzung gibt. Aber vielleicht wird es ja großartig. Dass Lady Gaga ein Reptiloid ist, weiß jeder. Deine Lieblingsgruppe war Westlife. Das beste Lied von Westlife ist aber ein Cover. Dingens. Uptown Girl. Das war geil. Die nuckeln alles aus, bis es nicht mehr geht. Ja, aber Joker ist ja nicht so ein Ding, was irgendeinem riesigen, wobei es gehört zu DC. Aber der Regisseur ist ja so ein richtiger, so ein Indie-Regisseur, der künstlerische Arthouse-Filme macht und so. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass DC Joker ausquetscht. Deswegen ist meine Hoffnung groß, dass es, Alter, ein guter Film wird. Shallow ist toll.
Cello. Es gibt einen Film mit Blake Lively ist die Frau von Ryan Reynolds. Der heißt Shallow. Aber ich glaube, der heißt In the Shallows. Der ist nicht schlecht. Sie ist quasi in so seichtem Wasser und da hat sich ein Shark hin verirrt. Ein Hai, ein weißer Hai. Und sie kommt da nicht weg, weil halt ein Hai da ist. Und sie ist so auf einem kleinen Felsen und sie versucht halt von diesem Felsen runterzukommen, aber es ist ein Hai halt in der Nähe. Der Film ist relativ spannend gewesen. Und Blake Lively war auch im neuen Deadpool 3. Habt ihr das bemerkt? Haben die Leute schon gesehen, den Film? Und habt ihr bemerkt, wer Blake Lively war? Es ist offensichtlich. Immer diese Nepo-Kids. Ist sie einfach in dem Film von ihrem Ehemann? Unfassbar. Der Film mit Gaga und Bradley Cooper. Ach, der heißt Shallow? Der Film heißt Shallow? Der hieß doch nicht Shallow, der hieß doch A Star is Born, was? Oder ist das Lied? Was? Was? Der Song heißt Shallow. Der einen Oscar gewonnen hat. War das der? Hat sie nicht einen Oscar für den Song gewonnen? Oder sie war nominiert? Ist euch bewusst, dass Billie Eilish gerade mal irgendwie 21 ist und schon 2 Oscar hat? Während so jemand wie, keine Ahnung, wie heißt er? Wer ist der Ghostbuster-Typ? Lost in Translation, Ghostbuster und andere gute Filme. Täglich grüßt das Murmeltier, Bill Murray. Bill Murray einfach keinen hat? Zum Beispiel. Auch nur wegen 007. Ich meine, ja, aber krieg erstmal die Möglichkeit für 007 den Song zu machen und dann mach ihn auch noch gut und dann sei auch noch besser als die Konkurrenz in dem Jahr. Und sie hat ja auch 2. Also der zweite war, glaube ich, nicht für 007, sondern für, weiß nicht mehr, irgendwas anderes. Für einen Disney-Film? Nee. Was war das andere? Batman? Nee. Genug Posti. Hören wir Jakey. Schon 350 Dragos. Was hältst du von Will Smith? Der Wilhelm Schmidt? Ich weiß nicht. Was soll man von ihm halten? Komischer Mensch. Das ist so einer von den Menschen, die es geschafft haben, wahrscheinlich nicht absichtlich, ihr Privatleben zu sehr
in der Öffentlichkeit zu haben. Und man dadurch feststellt, wie seltsam ein Mensch ist. He do be slapping, though. He do be slapping. Keine Ahnung. Man verliert halt auf einmal, ich liebe Prince von Bel-Air, großartig. Und der Song Miami ist auch einfach ein Banger. Du kannst diesen Song hören und egal was passiert, du bist gut drauf. Welcome to Miami. Einfach ein dummes Lied, der Text ist sowas von oberflächlich und dumm, aber es ist einfach der Beat, der Groove, seine Stimme drüber, es ist so ein gutes Lied. Und sowieso French of Bel-Air, French, Fresh Prince of Bel-Air und auch ein paar Filme von ihm, wie Man in Black natürlich und I Am Legend. Und es gibt auch richtig ernste Filme, die von ihm gut sind. So Seven Lives und der eine The Kindness of Happiness oder sowas, wo er einen Sohn hat und keinen Job hat. Super gute, also der ist ein verdammt guter, der kann ein verdammt guter Schauspieler sein. Aber irgendwie hat er halt Sachen gebracht, die dann an die Öffentlichkeit kamen, weil er dumm war oder weil Paparazzis Arschlöcher sind, keine Ahnung. Weswegen dann man auf einmal so, das ist so schwierig. Halt, wenn man Sachen über eine Person weiß, dann bewusst den Künstler und die Person zu trennen. Ich meine, es gibt Sachen, die dann nicht schlimm sind. Ne? Es ist, keine Ahnung. Bei Will Smith ist es, war Will Smith Scientology? Ja, ne? Oder er war es mal. Ob der jetzt hier eine offene Beziehung mit seiner Frau hat und er, keine Ahnung, und er irgendwie Chris Rock auf der Bühne slappt, mein Gott, ist halt idiotisch, aber deswegen will ich jetzt keine Filme boykottieren. Aber es ist halt seltsam, man ist immer so, oh, du bist ein komischer Mensch. Aber ich glaube, der war auch Scientology. Und dann ist es halt so, oh, du bist dumm. Wie soll ich deinen Film anschauen und dann sehe ich deine Fresse und denke mir so, du dummer Mensch. Es ist so schwer, so halt den Menschen da zu trennen. Also das in dem Moment zu vergessen. Es ist aber, jeder Schauspieler hat sowas und manchmal ist es halt schlimmer und manchmal nicht. Tom Cruise ist, jedes Mal, wenn ich Tom Cruise sehe, ist, oh mein Gott, du bist so ein schrecklicher, schlechter Mensch. Und inzwischen auch Brad Pitt, ich liebe Brad Pitt über alles und dann kriegt man mit, dass jedes seiner Kinder, dass er darf irgendwie, ich weiß nicht, wie viel davon stimmt, aber dass er darf irgendwie seine Kinder nicht sehen. Weil sie es verbieten. Also quasi sie haben gerichtlich gesagt, dass er ihnen nicht näher kommen darf. Irgendwas Krasses war da. Wo du denkst, was muss da passiert sein? Wie dumm ist Brad Pitt, dass sowas passieren kann? Aber ich liebe den in jedem Film. Also es ist so nervig, dass können wir nicht einfach Schauspieler in Ruhe lassen und sie sollen einfach, aber manche Schauspieler schaffen es ja, dass du null aus deren Privatleben weißt. Und das ist so viel cooler, wenn du einfach, du hast diesen Menschen, diesen ominösen Menschen und jedes Mal, wenn du ihn siehst, ist es ein großartiger Schauspieler, Haken dran, geil. Aber dann kommen so Paparazzis oder irgendwelche Tabloids und machen da irgendwelche Stories, die leider stimmen und dann bist du so, oh, warum musstet ihr es mir versauen? Wenn es richtig schlimm ist, klar, dann will ich das auch wissen, weil dann will ich den Menschen nicht unterstützen. So hier zum Beispiel, keine Ahnung, wie Ezra Miller noch existieren kann, also in der Medienwelt existieren kann. Der soll ruhig existieren, aber im Gefängnis. keine Ahnung, wie Flash der Film überhaupt rauskommen konnte mit Ezra Miller. Ist unfassbar, der hat Gesetze gebrochen, das ist unfassbar, was Ezra Miller gemacht hat. Aber so da, klar, das soll man wissen, das ist Journalismus. Das muss rauskommen, damit dieser Mensch nicht öffentlich unbedingt gepeinigt wird, aber halt bestraft wird. Aber ob jetzt Brad Pitts Kinder ihn nicht mögen, das will ich nicht wissen, aber es ist unmöglich, es nicht mitzukriegen. Und übrigens, Isa, ich habe deinen Zettel schon voll lang in der Hand und habe ihn nicht gehalten. Isa, du bist ein Psychopatra. Einer der wenigen, von denen ich noch nicht so nerviges Negatives hörte, ist Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Ich glaube, dass er so geschrieben wird, ja.
Ja, der ist halt auch britisch, ne? Und war aus, also der ist schon erfolgreich außerhalb von England, aber er hat halt auch nicht so viel gemacht. Er hat schon seine Highlights mit Mr. Bean und hier Agent, was war das, war der irgendwie, keine Ahnung. Aber halt auch super, aber eben, der ist halt wahrscheinlich ein super privater Mensch, der gar nicht erst, da schafft man es gar nicht jetzt unbedingt, was über ihn rauszufinden, weil er einfach darauf aufpasst und auch wahrscheinlich nur Projekte macht, wenn er wirklich Bock hat. Agent Double Zero? Irgendwie so, ne? Bim, bidi, bidi, bi. Er ist auch privat Mr. Bean, sage ich. Tatsächlich, falls du es nicht weißt, Rowan Atkinson hasst Mr. Bean. Er hasst es, dass wenn Leute ihn sehen, sie nur an diesen einen Charakter denken. In Wirklichkeit gibt es sehr wenige Mr. Bean-Folgen. Und trotzdem denkt jeder an Mr. Bean. Und er hasst es. Hat er öffentlich in Interviews gesagt. Was ich auch verstehen kann. Das ist wie so, wenn wir wieder zu Pokémon zurückkommen. Sugimori, der Zeichner von Pokémon damals, lebt nicht mehr. Der hat jedes Design von Pokémon bis Gen 7, wenn nicht sogar 8, gemacht und am Ende nur noch überwacht. Aber der hat wirklich jedes Pokémon gezeichnet, per Hand selber. Und es ist auch bekannt, dass er das gehasst hat. Am Ende. Relativ schnell sogar. Weil immer nur wurde er angesprochen darauf, hey, du machst Pokémon. Und er hat halt noch so viele andere Sachen gemacht, die in seinen Augen cooler sind. Und er wurde immer nur reduziert auf Pokémon. Kann ich auch super verstehen, wenn du was machst und du bist wegen einer Sache bekannt und du selber stehst nicht zu 100% hinter dieser Sache, weil du in Wirklichkeit, also deiner Meinung nach, viel mehr andere Sachen machst, die cooler sind. Aber keiner kriegt's mit, keiner sieht es, keinem gefällt es. Ist auch nervig. Ich meine, heul leise, aber ich kann es verstehen. Aber wie soll man den denn auch anders sehen? Ich meine, es ist halt so markant. Du meintest letztens, du fandest, Korn hat live langsam gespielt, kam mir letzte Woche nicht so vor, hatte aber Angst, als du es sagtest. Oh nein, ich wollte dir das Konzert auch nicht vermiesen dadurch. Das kam mir nur so vor, ne? Jedes Konzert ist anders. Es kann einfach sein, dass ich es falsch gefühlt habe oder dass halt das Konzert vor 5 Jahren oder 8 Jahren halt wirklich einfach langsamer war ein bisschen. Und das ist ja meistens dann nur 10% langsamer und schon merkt man das. Kann auch Quatsch gewesen sein, ne? Aber Korn, ich habe so viele Videos gesehen, wie Leute gesagt haben, wie geil Korn live war letztens, weil wir ja zurzeit auf Tour sind. Ich hoffe, du hattest Spaß. War geil, aber es hätte mich schon gestört, wenn es langsamer gewesen wäre. Keine Ahnung, vielleicht war was in meinem Kopf falsch, aber ich habe mir die auf Summer Breeze angeschaut, vor 8 Jahren oder sowas, und ich dachte mir so, coming on, dann, coming on, dann, ich so, schleppt ein bisschen. Aber allen, denen ich das gesagt habe, die waren so, nö, fand ich nicht. Aber die haben alle keine Ahnung gehabt. Komm, wir machen noch bis 600. Oder dauert es zu lang? Muss ich heute kochen? Ich glaube, ich mache heute Bolognese. Bolognesi. Kennt ihr diese TikToks, wo Leute so, wo einfach so eine Stimme einen Namen vorliest und es ist komplett falsch und es ist so witzig? Da steht einfach das Wort, keine Ahnung, Bolognese und dann sagt die Person Bolognezi oder halt irgendwas. Ich kann es gar nicht, weil es so lustig ist. Es ist so kreativ immer und ich lache mich immer schlapp. Ihr kennt es, oder?
Ich habe gerade kein Beispiel. Es ist dann auch noch ein Wort, was existiert, aber es ist tatsächlich super ähnlich zu Bolognese. Aber es ist sowas wie, ach, ich weiß nicht. Gnocchi? Nee, nicht so. Es ist eben nicht so. Das denkt man kurz so. Und dann kommt es halt noch eine Ecke lustiger. Es ist bald wieder Wildzeit. Es gibt eine Zeit für Wild. Kühlschrank. Eisfach. Da passt ein Wild immer hinein. Unser Kühlschrank ist so viel kleiner als der alte. Es ist fast anstrengend. Wir waren einmal jetzt einkaufen, fett, und wir kriegen es nicht in den Kühlschrank. Wir müssen jetzt Eier außerhalb des Kühlschranks lagern. Was natürlich man auch macht. Aber wir haben halt immer die Eier in den Kühlschrank getan, weil halt da Platz war. Und jetzt müssen wir auch so überlegen, okay, Tomaten müssen auch nicht in den Kühlschrank. Sollen wir jetzt die Tomaten auch außen lagern? So. Es ist eine Umstellung. Ja. I reckon, I reckon. Tomaten schmecken auch nicht, wenn sie im Kühlschrank gelagert werden. Ey, wenn ich die in meine Bollo reinschnippel, dann ist es doch egal, ob die kalt oder mal warm waren. Die sind dann einfach gekocht da. Mina greift in den Kühlschrank und isst eine Tomate wie ein Apfel. Nee, ja, ich höre immer wieder, dass du Tomaten nicht in den Kühlschrank tun sollst. Erstmal einen zweiten Kühlschrank kaufen. Wohin damit? Wir haben so viel Platz in der Küche, es ist echt geil. Aber dafür, dass diese Küche auch relativ modern und groß, ich meine, wir haben eine Mikrowelle, zwei Öfen, eine eingebaute Kaffeemaschine, die wir noch nie benutzt haben, weil wir nicht wissen, wie. Eine separate Kaffeemaschine von uns, aber halt auch eine eingebaute, zwei Öfen, eine Mikrowelle, einen kompletten Eisschrank, einen Kühlschrank. Und der Rest ist alles irgendwelche tausend Fächer und Schränke, es ist echt geil. Aber der Kühlschrank ist einfach einen Meter hoch und einen halben Meter tief. Die Tiefe ist das Problem. Wenn der noch tiefer wäre, kein Problem. Aber der ist auch irgendwie, da ist so eine Wiener Packung und das Ding ist voll. Das ist voll seltsam. Aber das ist vielleicht einfach oft, Leute sind so, ah, du gehst jeden Tag kaufen und dann isst du es. Dann gehst du wieder das Einkaufen, dann isst du es auf. Also ja, aber vielleicht will man ja auch Sachen lagern. Braucht ihr noch eine Mitbewohnerin? Ich würde auch kochen. Da passt kein Essen für drei Personen rein in diesen Kühlschrank. Dann musst du jeden Tag einkaufen gehen und das kochen. Du hast gefühlt alles im Kühlschrank, selbst meine Gesichtscreme. Hey, wenn Platz ist, warum nicht? Wir haben eben auch immer Eier auch im Kühlschrank, obwohl man nicht muss. Man denkt sich halt, ah, vielleicht halten sie dann noch einen extra Tag. Ich würde alles in den Kühlschrank tun. Wir müssen viel mehr in den Eisschrank tun. Brot in den Eisschrank, sofort rein damit. Das liegt beim Eierhalter im Kühlschrank. Ja, aber müssen sie nicht. Außer sie sind aus Amerika und voller Antibiotika. Die Amis. Keine Ahnung vom Leben. Du hast nie Eier daheim. Weil du vegan lebst? Oder weil du Eier nicht magst, obwohl sie ein Segen sind? Eier sind Segen. Ich glaube, wenn ich vegan leben würde, dann würde ich, dafür gibt es bestimmt keinen Begriff, oder wahrscheinlich gibt es dafür einen Begriff. Wahrscheinlich gibt es dafür so einen krassen Mobbing-Begriff von Veganern. Dann würde ich wahrscheinlich selektiv vegan leben. Was ich wahrscheinlich schon mache. Aber in meiner Welt wäre es, glaube ich, okay, Eier zu essen, die. Aber das nennt man dann wahrscheinlich einfach, dass man ökologisch lebt.
Schau, Mina hat es wieder geschafft, dass wir über Veganität reden. Veganismus reden. Verdammt. Die Veganer schaffen es immer wieder, sich reinzuquetschen. Weißt du, ihr habt ein Imageproblem. Nee, bei Eiern, wenn das Hühnchen glücklich war, während es das Ei gepupst hat, dann warum soll ich nicht sein gepupstes Ei essen? Wenn die Kuh einen Mini-Orgasmus hatte, als wir, wenn man die Milch rauszuzelt, dann warum nicht? Freut sich. Ob das so ist, weiß man jetzt vielleicht nicht. Brauchen wir Kuhflüsterer? Aber die gibt's bestimmt. Können wir. Ich könnte jetzt so gemein sein. Das sagst du jetzt. Das sagen nur Leute, wenn du keinen Konter hast, aber du sagst, du hast einen Konter, aber der wäre viel zu gemein. Aber du hast in Wirklichkeit gar keinen. Vor allem, was für ein Konter? Was habe ich denn gesagt? Außer, dass ihr ein schlechtes Image habt. Du musst zugeben, Veganer haben ein schlechtes Image. Das ist nicht wegen den echten Veganern, sondern wegen dummen Veganern. Oder wegen Ultra-Veganern, keine Ahnung. Die Ultras. So wie es von jeder Gruppierung Ultras gibt halt. Konter auf gepupste Eier. Actually, die sind tatsächlich gepupst und 80% des Eis ist in Schwefel vom Huhn tatsächlich. Also du isst wirklich den Pups vom... Ja und? Eier schmecken auf jeden Fall besser. Also ich habe noch nie einen Unterschied geschmeckt. Geschmucken? Geschmacken? Geschmecktet? Aber für die Seele schmeckt es auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Eier sind die Menstruation von Hühnern? Ja, das ist logisch. Natürlich ist es das. Was soll es sonst sein? Ich meine, du könntest auch Nachgeburt sagen, das wäre mir egal. Ja und? Schmeckt? Ich meine, es kommt aus der Kloake raus. Mein Gott, was soll es sonst sein? Natürlich ist es irgendetwas in diesem Feld. Aber traurig, dass sie jeden Tag menstruieren, das arme Huhn. Ist nicht eine Woche im Monat genug? Gott! Was tust du den Frauen dieser Welt an? Eine Woche ist doch genug. Jeden Tag? Knallhart. Christen glauben an einen brutalen Gott. Bio-Eier sind innen gelblicher. Mir ist das nie aufgefallen, aber ich glaube, also zumindest auf der Packung steht Land, wie heißt es? Landzucht, Dings da, Bodenhaltung, Ding, genau. Irisch Bodenhaltung und so. Ich glaube, ich habe seit 10 Jahren nichts anderes mehr gegessen. Außer, ich weiß nicht, was im Restaurant mir gegeben wird, aber ja, deswegen, keine Ahnung. Unterschiedmäßig. Ich finde, ich muss jetzt nicht anfangen, bei Eiern zu sparen. Ich finde, ein Ei ist so etwas Zerbrechliches und so etwas, weil man weiß ja auch, wenn Eier schlecht wird, dann ist das echt gefährlich für einen, so Salmonellen und was nicht alles. Ich finde, Eier, wenn sie so gefährlich sein können, das ist jetzt nichts, wo man unbedingt sparen muss. Da kann man woanders sparen. Und dann kann ich auch die teuerste Bio-Landhaltung nehmen, wo jedes Ei eine komplette Villa hat. Ich hab's ja schon öfter erzählt, ich war mal bei einem Kumpel, also... Ein Kumpel, damaliger Kumpel von mir, mit dem habe ich kennengelernt über PlayStation zocken, wirklich so über Headset kennengelernt in Games. Dann war ich bei dem in Köln und er hat eine Bio-Geflügelfarm. Also er ist Geflügelbauer, aber nur Bio. Und er macht auch Truthähne, Hühner. Ey, ich war bei dem, da hatte der gerade Küken. Das war alles gelb. Der ganze Boden war nur noch gelb. Und das Krasse war, dann hat er mich zu den Truthühnern gebracht. Und Truthühner, ich weiß nicht mehr genau die Vorgaben, aber Truthühner, also jedes riesige Gehege braucht quasi ein kleines Häuslein, wo sie sich unterstellen können. Und pro Hahn oder pro Truthahn waren es irgendwie 5 Quadratmeter oder sowas. Also hast du da so 30 Truthühner,
Truthähne. Und einfach so ein Feld, wo du das Ende nicht mehr siehst. Und ich komme da hin und dann sehe ich halt diese 30 Truthühner, weil die ja so Rudeltiere sind oder so, an einem Fleck in einer Ecke. Und er sagte, ja, da sind die immer. Und er so, ja, aber du hast, also, und er so, ja, aber ich muss all das hier haben, um Bio sagen zu dürfen. Also, es ist ja gut und sowas. Ich fand es so faszinierend einfach, wie riesig dieses Gehege war und wie zusammengedrängt diese Tiere einfach an einer Stelle gechillt haben, während sie einfach alles hatten, um rumzulaufen. Und das war cool zu sehen oder interessant auf jeden Fall zu sehen, wie viel Land er haben muss, um den Bio-Sticker draufzupacken. Aber Mina schreibt gerade schon einen Aufsatz. Actually. Männer haben ihre Zyklen auch täglich. Ja, ich weiß. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen provoziert. Ich bin gerade, mein Hormonspiegel ist auf. Egal, was Mina sagt, ich muss Kontra geben. Ich weiß nicht mehr, wer, aber irgendeine Marke hat mal damit Werbung gemacht, dass Männer jeden Tag ihren Zyklus haben und irgendwann so um, weiß nicht, 17, 18 Uhr ist bei uns so, fick die Welt. Alles Kacke. Schau, ich wusste, dass Mina was parat hat. Ja, schau, schau. Fluchttiere. Das heißt, sie waren nur zusammen, weil sie Angst haben. Willst du mir sagen, ich wirke einschüchternd? Sehr gut. Dann waren die Tattoos ja doch nicht umsonst. Zumindest die Truthähne kann ich einschüchtern. Freilandhaltung muss einfach nur ein Fenster in einem Raum haben? Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre ein krasses Loophole, wenn das so wäre. Nur so ein Fenster. So ein 10x10. 10 Quadratzentimeter Fenster. Hatte er auf dem Land auch Büsche und Bäume oder nur freie Fläche? Ah, das weiß ich nicht mehr. Das war echt groß. Ich konnte nicht mal alles so sehen, weil es wirklich riesig war. Weiß ich nicht. Aber da stand ein kleines Häuslein drauf. Aber ehrlich gesagt, er wirkte wie so ein knallharter Bauer, weil er mir auch erzählt hat und Videos geschickt hat. Ich konnte das alles nicht anschauen. Er hat auch gesagt, willst du dabei sein, wie ich einen Huhn schlachte? Ich so, nee, lass mal. Willst du es halten? Nee. Also der war Bauer, der verdient damit sein Geld seit Generationen, Vater Bauer, der Vater Bauer und sowas. Und der verdient sein Geld damit, der sieht die als Geld und nicht als Tiere. Was ich auch verstehe, nach so langer Zeit, und das ist halt sein Job einfach. Ich glaube, du könntest die 30 Truthahne nicht schlachten, wenn du die nicht als Geld siehst. Also ich fände es schwierig. Ihr müsst mehr Robert Mark Lehmann gucken. Wir müssen mehr Leos Mind gucken, damit wir mehr über Pokémon Bescheid wissen. Wie zum Beispiel, wusstet ihr, dass Giratina rückwärts geschrieben Anitarik heißt. Das ist eine Anspielung auf die Zeit, als Masuda in der Stadt Anitarik Urlaub gemacht hat. Wo diese Stadt liegt. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Was? Robert ist einer von den Guten? Der Robby.
Leo ist einer von den Besseren. Ja, ich kann euch über jeden Menstruationszyklus jedes Tieres erzählen. Meine Eidechse wurde schon mehrmals medikatös behandelt, weil die so dumm ist und ihre Eierstöcke verkleben, die dumme Kuh. Kann ich mal aufhören? Das kostet Geld. Die soll doch einfach ihre Eier legen. Die legen nämlich auch Eier, so wie Hühner. Nur manchmal kommen die nicht raus, weil sie verkleben. Ist erst zweimal passiert. Aber von den zweimalen hat sie auch zweimal die Eier nicht gelegt. Wobei doch, einmal hat sie einfach so Eier gelegt. Die sehen aber nicht lecker aus. Jedes Eis. Legenot. Genau. Legenot. Eidechsen ist gleich Hühner. Evolutionär gesehen, ja. Velociraptor. Jedes Huhn war mal ein Velociraptor, okay? Hast du mal ein Emu angeschaut? Emus sind so geile Vögel, haben nichts im Kopf, aber wenn du, also die haben kleine Flügel, die natürlich nicht funktionieren, und die haben an den Flügeln riesige Krallen, die auch nicht wirklich funktionieren, und die haben Füße wie ein Velociraptor, also 1:1. Du kannst einen Emo-Fuß anschauen, und wenn du nur den Fuß anschaust, hast du das Gefühl, ein Velociraptor steht vor dir. Also ja, Eidechsen sind Hühner. Zumindest früher. Hühner sind Dinos. Emus haben auch nichts im Kopf. Wir hatten auf dem Summer Breeze das Problem, dass wir eine Flagge befestigen wollten. Und dann habe ich gefragt, ob jemand eine Sicherheitsnadel dabei hat. Und ich habe nur die Antwort gekriegt, was glaubst du, wo wir sind? Wir sind doch hier nicht auf einem Emo-Festival. Keiner hatte eine Sicherheitsnadel dabei. Wo sind die Emos, wenn man sie mal braucht? Oh, warte, hier, ich habe eins. Oh, danke, ja, ich kann es wieder zurückstecken. Oh, falsches Loch, egal. Keine Punks in der Nähe? Nee, es stimmt, ich meine Punks, ich meine gar nicht Emos. Aber Emos machen das auch mit den Sicherheitsnadeln, nicht nur Punks. Oder? Aber stimmt, vor allem Punks stecken sich sicher als ich. Ach, da war ich an der Isar und wir waren da sau oft und haben da gechillt. Und auf einmal war ein Typ dabei, der den kannte, von dem kannte, alles cool. Und der hat halt wirklich so ein Sicherheitsnadel immer dabei gehabt, aber halt in sich irgendwo an sich reingesteckt. Und das war auch so, dass der hat dauernd, wenn du mit dem geredet hast, hat er auch dauernd die Sicherheitsnadel rausgenommen und sich random neu wo reingesteckt. So, uah! Einfach hier, zack, rein und dann rausgenommen, wieder hier, zack, rein und dann da in die Backe rein und hier in die Augenbraue rein. Hör auf. Es muss doch wehtun. Ja, das ist der Sinn davon. Ja, Emos haben die Rasierklingen, stimmt. Mein Witz ist kaputt gegangen. Ich wollte Punk sagen. Kennst du bestimmt den Emo-Krieg in Australien? Ja, ich weiß, dass es den gab, aber ich habe nie wirklich mich damit beschäftigt, was das bedeutete. Also gab es so viele Emus in Australien, dass die... Aber das gibt es auch sau oft. So viele Schlangen, lass mal Schlangen jagen. Weil die Emus haben ja nicht wirklich zurückgekämpft, oder? Schau dir das Video von Jules an zum Emo-Krieg? Nein. Ich gucke nur englische Videos. Prinzipien. Jeder hat Prinzipien. Ich gucke doch kein Video von einem deutschen YouTuber über Emus, wenn ich tatsächlich ein YouTube-Video anschauen kann über einen Australier, der da dabei war. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es einfach jemanden auf YouTube, der da dabei war und davon erzählt, wie er seinen Emu selbst stranguliert hat und auf ihm geritten ist und ihn gegen die Emus kämpfen hat lassen. Die Australier haben armselig aufgegeben. Die Vorstellung ist aber so geil. Jules ist weird. Ja, ich mag die Videos auch nicht.
Aber ich kann verstehen, dass er so populär ist mit den Videos. Jules macht es definitiv unterhaltsamer. Das weißt du, weil du hast jedes Emo-Video auf YouTube angeschaut, jedes einzelne, und weißt, dass Jules es als Bestes macht. Ihr habt alle gerade rote Namen. Kann mal jemand schreiben, der keinen roten Namen hat? Das sieht so aggressiv aus. Jeder hier hat gerade einen roten Namen. Danke. Danke. Hast du noch eine Capture-Haie? Meinst du Capture-Card? Ich habe heute einen neuen DS gekriegt von Dave. Der hat mir seinen verkauft mit einer Capture-Card. Und meinen werde ich bald zur Reparatur zurückschicken, weil der ja kaputt ist. Hallo Morges. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt sind es zu viele Lila, ne? Die schreiben. Zu viel Lila. Könnt ihr es nicht ein bisschen... Azrael hat es schön gebrochen mit Grün. Ist okay. Komm, wir brauchen Regenbogen. Wusstet ihr, dass Krähen Regenbogenfarben sind? Keine Ahnung, ob das stimmt. TikTok halt. Aber der Typ sah sehr eloquent aus, der das erklärt hat. Anscheinend haben Raben oder Krähen, das Gefieder ist Regenbogenfarben, weswegen für uns manchmal diese Federn sehr ölig aussehen, weil sie so glitzern, aber schwarz. Aber wir können das Spektrum, was diese Federn reflektieren, nicht sehen, deswegen ist es für mich für uns nur schwarz. Aber andere Tiere sehen einfach Raben als Ho-Oh. Ich finde das so eine geile Vorstellung, dass es vielleicht wirklich stimmt. Und so... Kann eine Amsel fliegt rum und sieht einfach so eine Krähe und denkt sich, wow, voll der fröhliche, bunte Vogel. Und wir sehen es einfach als diese Todesbringer und Friedhofvögel, die einfach böse und Unheil ausdrücken. Keine Ahnung, ob es stimmt. Lässt sich natürlich leicht behaupten, ja, ja, wir können es nur nicht sehen, aber in Wirklichkeit ist es so. Ja, was ist Wirklichkeit? Kramurk Special E, Mega Evolution zu Ho-Oh. Du bist mit Gelb ganz zufrieden. Maurediven, du bist auch bei mir rot. Ihr seid alle rot. Auch so heute. Anscheinend. Mein Gelb ist die Canon-Timeline. Bist du auf Twitch gelb? Mach dich Chatterino? Ja, auf Twitch bist du gelb. Chatterino macht dich rot. Warum macht dich Chatterino rot? Aber ihr seid trotzdem orange, also du bist orange und nicht gelb. Jetzt mal, ich muss mal Butter bei der Fische da. Und ich schaffe noch 400, bevor ich koche jetzt. Dann haben wir heute 250 gemacht. Ich bin erst im Gen 6 Video bei Minute 30 heute. Ich will heute noch 10 Minuten schneiden. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Allein 15 Minuten in meinem Gen 6 Video ist, wie ich die Top 4 bekämpfe. Aber es war auch, ehrlich gesagt, das Interessanteste in dem ganzen Run. Wie ich zufällig spontan die Top 4 mit Champ besiegen musste mit nur 4 Pokémon. Oder 5? Wie viel hat man im Team? 6, 5 Pokémon. Ich weiß nicht, wie ich das noch kürzer schneiden soll. 15 Minuten. Das Video ist
50 Minuten lang, obwohl es fucking Gen 6 ist und nichts passiert ist. Macht mich fertig. Ich verstehe nicht, wie ich das schaffe, dass ein Video so lang wird, obwohl ich mir denke, ich kriege nicht mal eine halbe Stunde zusammen wahrscheinlich. Und auf einmal sind es wieder 50 Minuten. Wie? Wo kriege ich diesen Content dauernd her? Ich muss da nochmal genau drüber gehen und gucken, ob das nicht lame ist. Weil 50 Minuten ist ja okay. Ich habe das ja inzwischen akzeptiert, dass lange YouTube-Videos okay sind anscheinend. Aber 50 Minuten dürfen dann nicht langweilig sein. Länger immer besser. Ja, aber nur, wenn es nicht langweilig ist. Gibt eine asiatische Nudelsuppe? Was ist eine asiatische Nudelsuppe? Gibt es morgen die europäische Gulaschsuppe? Wenn du mich über Veganität aufklärst, erklär ich dir jetzt Küche. Ich kann nicht mal reden. Ich erkläre gar nichts. Langen Content belohnen die geilen Kirchenzuschauer. Ich verstehe den Witz nicht. Ich weiß nur, dass der DS, den ich zum Reparieren schicke, zu Merky, der lebt in Geilenkirchen. Also man schickt es auf jeden Fall nach Geilenkirchen. Also, hä? Mein Handy macht aus geil auch immer Geilenkirchen. Lang Content belohnen die geilen Zuschauer. Warum? Ihr wisst schon, dass wenn euer Handy dauernd die gleiche Sache autocorrected, so wie es ihr nicht wollt, dann könnt ihr dem Handy einfach sagen, jo, falsch, Wörterbuch, hier, geil. Akzeptiert doch nicht die Dummheit eures Handys. So eine Nudelsuppe aus dem Becher, die man mit Wasser auffüllt. Okay, japanisch, koreanisch, chinesisch. Ich meine, wir reden hier von Asian Pacific. Wo zum Teufel kommt deine Nudelsuppe her? Ist es eher eine Schrift drauf, die curly ist? Oder ist es eher eine Schrift mit harten Zeichen? Okay, schwierig. Japanisch und chinesisch haben buchstäblich die gleichen Zeichen. Aus Take wollte er vorhin Takemura machen. Takemura. Das ist japanisch. Also wenn Takemura auf deiner Nudelsuppe draufsteht, dann wissen wir, wo sie her ist. Sie interessiert, nimm mal die koreanischen Nudelsuppe, die jetzt in Norwegen verboten ist. Nee, Dänemark. Die jetzt in Dänemark verboten ist, weil die Dänen Schärfe nicht aushalten. Rosa isst die regelmäßig. Und sie ist normal scharf für sie, aber die ist in Dänemark verboten, weil sie zu scharf ist. Ich finde das so witzig. Wie kann man ein Produkt verbieten, das zu scharf ist? Man soll es halt da nicht essen. Wie kann man ein Produkt in einem kompletten Land verbieten? Nur weil es ist noch nicht mal sowas chemisch scharfes wie irgendwie The Bomb oder sowas. The Bomb. Das ist einfach eine koreanische Suppe. Nudel-Dings. Du hast hier ein New 3DS zugelegt. Heißt, ich werde den Region Swipe beim alten 3DS bald machen für Vivian. Jetzt haben schon mehrere hier gesagt, dass sie das bald mal ausprobieren wollen. Schon vor Ewigkeiten und mir berichten werden. Entweder haben die Leute vergessen, mir zu berichten, wie das lief. Oder, was ich eher glaube, die Leute haben sich nicht getraut. So wie ich. Ich habe mich nicht getraut. Aber der rote Jay wird sich trauen, ne? Du traust dich, das zu machen. Hier wurden aber auch die Hot Fire Chips verboten. Ja, aber diese Dinger sind ja auch asozial. Die werden ja chemisch hergestellt, sodass du stirbst. Das ist ja ein Joke-Artikel. Diese koreanische Suppe ist ja kein Joke-Artikel, sondern einfach eine Suppe, die scharf ist.
Das verstehe ich. Das ist auch okay, wenn man diese scheiß Scherzartikel verbietet, weil die sind einfach, die können wirklich Schaden anrichten bei Kindern. Wenn ein Kind jetzt sagt, oh, ich mache die Hot Chip Challenge, es stirbt halt. Ist halt tot. Verdurstet halt in 3 Sekunden. Ich hab Durst. Tot. Hallo Dark Knight King. YouTube. Mit deiner Aussprache von Chinese, immer wenn ich die Attacke Psychokinese lese, habe ich durch dich den Psychokinesen im Kopfkino. Es heißt aber Psychokinese. Da habe ich noch nie dran gedacht, der Psychokinese. Oh nein, jetzt hast du es mir in den Kopf gesetzt. Wie dumm ist das denn, Psychokinese? Das heißt Psychokinese. Oh shit. Actually, auch hier wieder muss ich euch belehren. Chinese wird mehr in Deutschland gesagt als Chinese. China ist seltener im Sprachgebrauch als China. Traurigerweise, aber wenn ich bei dem Standpunkt bin, muss ich es auch dazu erwähnen, traurigerweise ist China auch mehr vertreten als China. Und das stimmt. Und ich kann euch jetzt erklären, woher das kommt. Es kommt daher, dass irgend so ein Idiot vor langer, langer Zeit Theaterdeutsch eingeführt hat, was dann irgendwann als Hochdeutsch etabliert wurde. Das war einfach ein Dude damals, irgendwie im Theaterbusiness. Das Bild von dem ist schwarz-weiß, also es ist wahrscheinlich schon länger her. Der einfach gesagt hat, okay, wir haben Chinesisch oder wir haben China, China und China. Ich finde, China klingt am besten, also ist das jetzt etabliert als Theaterdeutsch. Also immer, wenn wir Theateraufführungen haben, jeder Schauspieler muss China sagen, damit das, weil wir Deutsche, wir lieben DIN A4-Formate, DIN-Formate, also muss das immer gleich sein. Egal, woher der Theaterschauspieler kommt, du sagst Chinesisch. Und das hat sich dann so weit etabliert, dass es zu Hochdeutsch wurde oder dass es halt die Regel ist und dass man sagt, ah ja, die Sprache ist quasi das, wie ein Deutscher zu reden hat, wenn er ohne Dialekt spricht. Aber in Realität ist es einfach irgendwas, was ein Dude erfunden hat für sein dummes Theater damals. Und in Realität sogar sagen mehr Leute in Deutschland China und China als China. Wie es bei Chirurg und Chemie ist, weiß ich nicht. Es wird immer nur von China geredet. Aber da ist es bestimmt das Gleiche. Hast die Leute auf der Straße gefragt? Nee, das ist von einem langen Video von einem deutschen Linguisten. Sprachlehrer, Sprachforscher, keine Ahnung. Das war jetzt nicht einfach irgendwie so daher oder von mir ausgedacht, sondern das war tatsächlich von einem, zumindest für mich schien es so, sehr wissenschaftlichem Video. Ich dachte, du schaust nur englische Videos. Ja, aber manchmal muss ich mich ja informieren über meine Kultur. Und wenn ihr mich immer mobbt, dass ich China sage, höre ich da erst recht hin. Ist trotzdem lost. Mein Punkt ist ja, ihr könnt China sagen. Ich sage nicht, dass China falsch ist. Das ist ja der Punkt. Nichts ist falsch. Aber zu sagen, dass China das einzig Richtige ist, das ist halt Quatsch. Und wenn man sogar sagt, dass das, was am ehesten richtig ist, ist das, was die meisten sagen, dann ist China halt erst recht nicht richtig, weil das sagen die wenigsten anscheinend. Und China tut mir auch weh. China tut mir sehr weh, weil es klingt einfach bescheuert. Ihr müsst zugeben, China klingt weniger bescheuert als China. China. Ich sag China, meine aber China. Okay, der Wille zählt. Kann man Metheno die Farbe beeinflussen? Nein. Das ist ein Meteorit. Wie willst du denn beeinflussen, was abstürzt? Nein, jede Farbe hat die gleiche Chance zu erscheinen. Du musst einfach so lange suchen, bis du das Richtige findest. Ja, jetzt, wo du es sagst, ist Psychokinese echt witzig. Psychokinese.
Psycho. Ja, was haben wir denn sonst? Aber das ist wenigstens ein Argument für mich. Du sagst ja auch nicht Psycho-Chinese. Psycho-Chinese. Oh Gott, es gibt bestimmt Leute, die Psycho-Chinese sagen. Psycho-Chines. Nein. Igor, dankeschön für 7 Monate Prime. So, noch 3 Regies. Was sind denn das für Themen heute? Meistens sind das nur Reaktionen auf eure Sachen, die ihr schreibt. Selten gebe ich Themen vor und wenn, sind es Themen, auf die ihr nicht reagiert. Wie meine Geschichte über meinen Gasherd, meinen Gasboiler oder meine Geschichten über, keine Ahnung, Metalbands. Und dann ist immer Zirpen und dann kommt jemand und sagt, also ich finde Zitroneneistee echt lecker und dann diskutieren wir eine Stunde lang wieder, warum Zitroneneistee einfach nur ein Verbrechen gegen die Menschheit ist. Zum 1000. Mal und auf Twitch gerade wahrscheinlich simultan 10 Mal. Aber dann schreibt ihr auf einmal, wenn wir darüber reden oder über Chinesisch und Chinesisch. Ah, schau, geht schon wieder los. Wer trinkt denn Zitroneneistee? Pfirsich ist besser. Ach, wirklich? Ihr trollt mich gerade, oder? Dass ihr jetzt ernsthaft wieder darauf reagiert, weil ich einfach nur kurz das sage. Gott, Stream ist so einfach. Ich sollte ein Tutorial machen, wie man Themen... Das habe ich sogar gemacht und ich glaube, ich habe das als Beispiel genannt. Wenn euch mal nicht einfällt, was ihr sagen sollt im Stream, dann sagt einfach, oh, Zitroneneistee ist eigentlich echt lecker. Und jetzt als nächstes esse ich mein Müsli und schütte die Milch vorher rein. Und dann gebe ich mir eine ordentliche Hawaii-Pizza. Aber vergesst nicht, dass China ein sehr großes Land ist. Habt ihr schon mal Nutella mit Butter probiert? Ich tatsächlich trinke, wenn es zur Verfügung steht, Himbeereistee. Raspberry. Es schmeckt auch okay. Trigger ohne Ende. Schau. Schon willst du mich eines Besseren belehren. Das letzte Regie Drago, Nummer 400. Kein Giratina. 3087 Giratinas. Wir gehen nicht auf 3088. Auch wenn das mein Geburtstagjahr ist, wobei dann wäre ich 1100 Jahre, ne? 1988, ja, 1100 Jahre älter. Aber die Nazis haben wieder alles kaputt gemacht und ich bleibe nicht auf 3088 stehen. Und dann sagt irgendein Idiot, oh, du weißt aber schon, dass A und H ist aber ganz blöd und H, nee, was war das eine, was ich nicht wusste? Ach, 18. Oh. Keine Zahl kann man mehr sagen. Auf jeden Fall. Warte, das Regie Drago müssen wir noch gucken. Nope. Ich bin doch 88 geboren, was soll ich denn tun? Es wäre so hart, wenn man so richtig ultraliberale, keine Ahnung, Eltern hätte, so richtig krank halt, die dann sagen, wir feiern deinen Geburtstag nicht, weil du bist im falschen Jahr geboren. Du hast keinen Geburtstag mehr. Bedank dich bei den Idioten. Mama, alle anderen Kinder feiern Geburtstag. Wärst mal ein Jahr später rausgekommen. Hättet ihr mal ein Jahr später Sex? Nein,
dann wärst du zum Mauerfall gekommen. Dann wärst du ein ehrenhaftes Kind geworden. Aber so kein Geburtstag für dich. Okay, Dankeschön fürs Dasein. Eure Stille spricht Worte. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die Subbles und die Bittles. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich mache jetzt eine ordentliche Bolognese. Ohne Karotten. Wird mir immer so aufgetragen. Danke für die Psychosen. Psychosen. Was heißt es, Psychose? Nee. Bolognese. Bolognese. Hollandaise. Boah, Hollandaise ist eklig. Hollandaise geht nur mit Spargel. Ich glaube, es gibt Leute, die Hollandaise essen mit Fleisch und so. Das ist so was. Okay. Man kann so viel über Essen reden. Wisst ihr warum? Weil Essen Geschmack ist, purer Geschmack. Und es macht so Spaß, über Geschmack zu streiten. Weil es so sinnlos ist. Okay. Tüdelü, auf Wiedersehen. Bussi, bye bye. Pizza Hollandaise. Geh sterben. Nicht du, aber der das erfunden hat. Ist wahrscheinlich schon. Ein Mob kam eines Nachts und hat ihn bestraft. Pizza Hollandaise. Ich sicher nicht. Tschüss.